Willkommen zur Lage der Nationen, Ausgabe Nummer 109 vom 6. September 2018. Heute wieder als Lage live, diesmal aus dem Heimathafen Neukölln. Herzlich willkommen, Berlin. Herzlich willkommen. Ja. Ihr kennt das, bevor es losgeht, noch so ein paar veranstaltungstechnische Hinweise, weil wir hier ein volles Haus haben. Und vielleicht organisatorisch für die Leute hier im Saal. Ich dachte, es ist auch okay, weil es unter Umständen heute ein bisschen länger gehen könnte. Dass ihr euch auch Getränke hinten an der Bar holen könnt, während das hier noch läuft. Halt schön Hausschuhe anziehen. Ne? Genau, schön kein, das Parkett schlurfen, nicht so lernen. Kein Klapp machen. So, dann könnt ihr eure Getränke holen. Genau, wir haben Veranstaltungshinweis, kannst du mal machen? Genau, wir haben einen Veranstaltungshinweis für euch. Und zwar, einige von euch werden vielleicht den Blog netzpolitik.org kennen, den Markus Beckedahl inzwischen mit einem sehr schönen Team seit inzwischen 14 Jahren betreibt. Und einmal im Jahr macht netzpolitik.org eine Konferenz so über Themen rund um Digitalpolitik und digitale Bürgerrechte. Diesmal findet diese Konferenz erstmals in der Volksbühne hier in Berlin statt. Das lohnt sich auf jeden Fall, ja, zu dieser Konferenz zu kommen. Aber dieses Jahr lohnt es sich ganz besonders, denn wir haben gestern entschieden, wir werden eine spontane Lage live auf der Netzpolitik-Konferenz machen. Wir freuen uns sehr auf unseren allerersten Gig in der Volksbühne. Dort werden wir den Roten Salon bespielen. Man braucht kein Ticket extra. Das ist das Beste daran. Ja. Ihr braucht kein extra Ticket. Das heißt, das ganz normale Ticket für die Netzpolitik-Konferenz reicht. Da gibt es verschiedene Ticketklassen. Kriegt ihr auf der Homepage von netzpolitik.org, verlinken wir in den Shownotes. Das heißt also, wer Zeit und Lust hat, wer sich für digitale Bürgerrechte, digital Politik interessiert, schaut vorbei und da gibt es dann nochmal als Bonustrack, ich glaube um 17.30 Uhr am Freitagabend eine Lage live. Das ist der 21. September, wenn mir nicht alles täuscht. Da weißt du mehr. Ja, ich glaube, es ist Freitag der 21. Müsste passen. Ich gucke mal ganz kurz in den Kalender. Na, genau, Freitag, der 21. September, hier in Berlin in der Volksbühne, kleine Lage live, ohne extra Ticket. Wir hatten ja nach den letzten Lagen immer so ein bisschen zusammengestanden, so wie wir das jetzt heute Abend auch machen, und so ein bisschen Bierchen getrunken und palabert. Und da kam von vielen von euch immer so das Feedback, ja, war ja alles ganz schön und gut, aber wir hätten gerne irgendwie noch selber ein bisschen mitgemacht. Wir hätten gerne noch Fragen gestellt, so euch kommentiert, und das haben wir immer ignoriert. Bislang. Also wir haben es mal einmal versucht mit Hörerfragen in Stuttgart. Ja. Da war das Problem, da war Funkloch in diesem Keller, genau, in der Stadtbibliothek. Ach, weil wir uns so ein System ausgedacht hatten, was wir heute eigentlich auch nochmal machen wollten. Genau, und das machen wir nämlich heute mal besser, haben wir uns nämlich gedacht. Genau. Dazu müsst ihr, also wenn ihr Fragen habt, das ist ganz einfach, wenn ihr Fragen habt, schickt ihr eine E-Mail an team@lagedernation.org und ihr schreibt die Frage in die Betreffzeile. Genau. Bitte wirklich nur in die Subject-Zeile. Wir scrollen dann da so durch und greifen uns am Ende der Show so ein paar Fragen raus. Also einfach nur in die Betreffzeile, so kurz wie möglich, so knackig wie möglich an team@lagedernation.org. Kann jetzt im Grunde schon losgehen. Also während der ganzen Show könnt ihr uns E-Mails schreiben. Und wir scrollen dann so durch und suchen uns die raus, die uns nicht so unangenehm sind. Wenn keine Fragen da sind, können wir auch welche erfinden, weil das hier eh keiner kontrollieren kann. Genau. Und schauen wir mal. Und jetzt aber muss ich ganz ehrlich sagen, freue ich mich erstmal hier zu sein. Das ist einfach total schön. Ja, ist ein wunderschöner Saal und schön, dass ihr alle da seid. Genau. Vielen, vielen Dank. Das ist übrigens Ulf Burmeier. Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Stimmt, haben wir noch gar nicht. Nee. Genau. Und ich bin Philipp Banse. Danke. Genau. Dankeschön. So, jetzt kommt eigentlich eine kleine Pause. Ach so, genau, stimmt. Ja? Pause. Werbung. Reisen schaffen unvergessliche Erinnerungen. Zurück im stressigen Alltag, inmitten all der Hektik. Da reichen schon der Duft von gegrilltem Fisch oder leise Gitarrenklänge aus, um uns diese einzigartigen Urlaubsmomente erneut fühlen, riechen und schmecken zu lassen. Aber wieso sind Reiseerinnerungen so viel intensiver als andere Erinnerungen und bleiben uns meist ein ganzes Leben lang im Gedächtnis? Mit diesen Fragen hat sich die Schweizer Fluggesellschaft Swiss International Airlines, kurz SWIS, im Rahmen ihrer Kampagne Momente, die bleiben, beschäftigt. SWIS will dazu inspirieren, die Welt mit offenen Augen zu bereisen und so Erinnerungen an außergewöhnliche Erlebnisse zu schaffen, die ein ganzes Leben lang bleiben. Hierzu werden in den kommenden Wochen Menschen auf ihren spannenden Reisen begleitet, bei der Sammlung ihrer ganz persönlichen Momente, die bleiben. Interviews und Analysen gibt es jetzt schon unter swiss.com/moments. Schaut's euch mal an. Werbung. Wir kommen natürlich an Chemnitz nicht vorbei.
auch ein zweites Mal. Und wir haben uns gedacht, wir gönnen uns in dieser Woche eine etwas ausführliche Feedback-Runde, denn wir hatten eine ganze Reihe von sehr interessanten Beiträgen von Hörerinnen und Hörern bei uns im Blog auf lagedernation.org und möchten darauf nochmal eingehen, weil wir denken, dass wir damit die Diskussion aus der vergangenen Woche nochmal vertiefen können. Und außerdem hat ja Chemnitz mit den Nachwehen und auch dem Soli-Konzert zum Beispiel in dieser Woche auch die politische Diskussion weiterhin geprägt. Genau, es gab auch interessante Einlassungen von Politikern, auf die wir gleich nochmal eingehen. Also wir haben gedacht, wir haben uns ja natürlich immer zusammengesetzt und überlegt, wie gliedern wir das, worüber reden wir jetzt eigentlich, und ein Teil, finde ich, dem müssen wir schon noch ein bisschen Zeit widmen, ist, ich habe das so ein bisschen arbeitslageintern so ein bisschen den semantischen Teil genannt. Ja. Das war ein bisschen aufgehängt auch nochmal und zugespitzt durch die Regierungserklärung des sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, der im sächsischen Landtag nämlich Folgendes sagte. Es gab keinen Mob. Es gab keine Hetzjagd, es gab kein Pogrom in Chemnitz. Das sind Worte, die das, was dort passiert ist, nicht richtig beschreiben. Und es ist auch notwendig, dass man das in dieser Regierungserklärung genau so sagt. Und das ist eben die Frage. Also da waren natürlich viele überrascht. Viele haben gesagt, na, der knickt wieder ein, der hat keine Haltung. Ja. Und letztlich ist es aber eine Frage, wie beschreibt man das, was man dort gesehen hat? Ja, und deswegen sagte Philipp eben semantische Frage. Es ist letztlich einfach eine Frage, welche Worte sind passend, welche Worte treffen das Geschehen, das da passiert ist. Wir schneiden das, wie gesagt, auch deswegen an, weil es da in dieser Woche eine ganz interessante Diskussion gab bei uns im Blog, wo eben auch ein Hörer insbesondere viel Wert darauf gelegt hat, dass es also keine Menschenjagden gegeben haben soll. Dazu muss man natürlich sagen, in welcher Situation sind wir eigentlich, wenn wir unsere Lage vorbereiten? Natürlich können wir in der Regel nicht vor Ort gewesen sein. Also manchmal hat Philipp ja O-Töne dabei von Veranstaltungen hier in Berlin, wo er für den Deutschlandfunk zum Beispiel war, aber in der Regel stützen wir uns natürlich bei der Vorbereitung der Lage unsererseits wiederum auf andere Medien, die bestimmte Dinge berichten, und in dieser Woche zum Beispiel, also bei der Vorbereitung der letzten Woche war es so, dass wir natürlich da eben diese Begriffe Hetzjagd, Menschenjagd gefunden haben. Der Regierungssprecher Steffen Seibert zum Beispiel sprach von Menschenjagd, Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, sprach von Hetzjagd, Fleischhauer, ein Korrespondent des Spiegel unter anderem, sprach von Angriffen auf Ausländer, und die differenzierteste Position, die haben wir jetzt in der Vorbereitung für diese Woche gefunden, die kommt vom Chefredakteur der Freien Presse, das ist die Lokalzeitung aus Chemnitz, und der sagte, sie hätten in ihrer Zeitung ganz bewusst nicht den Begriff der Hetzjagd verwandt, aber es habe eben aus dem Block der Demonstrierenden heraus Angriffe auf Migranten gegeben, Angriffe auf Linke, aber auch Angriffe auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, und es habe Nachrennen über kürzere Distanzen gegeben, und er, also dieser Chefredakteur, formulierte das so, es hat Jagdszenen gegeben, aber keine Menschenjagd. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das irgendwie, ja, na gut, ja, ihr lacht, ja, aber das ist Terminologie. Ist das, ja, ist das irgendwie akademische Semantik? Ist das so ein, ja, so eine philosophische Metaebene, auf der es sich irgendwie gut anfühlt, hin und her zu schlittern? Oder ist das eine relevante Differenzierung, um möglichst genau ein Geschehen zu schildern, um möglichst die Debatte vielleicht zu versachlichen, um bei der Frage, wie gehen wir mit dem, was da passiert ist, um voranzukommen? Denn du kannst ja nur Lösungen finden, wenn du zumindest den Sachverhalt einigermaßen genau schilderst. Und deswegen finde ich es schon wichtig, bei diesen Worten zu überlegen, ja, ich habe mich ja selber dabei auch erwischt, ja, ich habe dann auch immer von Hetzjagden geredet, ich kannte nur dieses eine Video, was viele auch gesehen haben, wo ein dicker Mann brüllend hinter jemandem herläuft, der irgendwie aussieht, als seien seine Eltern zumindest nicht in Deutschland geboren. Und so, war das eine Hetzjagd? Ist das einmal passiert? Ist das mehrmals passiert? Ich weiß es nicht. Wir haben verschiedene Berichte gelesen. Die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Genau, das ist eben das Problem. Wir waren nicht dabei, wir können uns nur auf Presseberichte und zum Beispiel auch auf Statements auf Twitter stützen. Ich teile Philipps Einschätzung, dass natürlich die Präzision extrem wichtig ist, gerade eben, weil ja auch Medienschaffende gegenwärtig in einer ganz besonderen Situation sich befinden, ne? Weil es einfach Menschen gibt in Deutschland, die systematisch davon ausgehen, dass Medien sie belügen wollen, ne? Die dann eben zum Beispiel nur noch irgendwelche rechtsradikalen Blogs lesen, die dann von Lügenpresse sprechen. Insofern, die Präzision
Ton in der Berichterstattung ist ganz besonders wichtig zurzeit. Auf der anderen Seite würde ich denken, für die politische Deutung in diesem Fall kommt es letztlich ja nicht darauf an, ob es jetzt Hetzjagden oder Menschenjagden waren oder nur einzelne Jagdszenen. Ja. Denn das Entscheidende ist doch, dass aus diesem Demonstrationszug heraus ganz offensichtlich gewaltbereite Aktionen gegen Einzelne gestartet wurden, wie immer man die jetzt genau bezeichnen möchte. Genau, also ich glaube, es ist wichtig, diese semantischen Entscheidungen zu machen. So gut man kann, einfach um der sprachlichen Hygiene, um der Diskussion, um der Versachlichung, um der Präzision willen. Aber selbst wenn man das in diesem Fall tut, ja, und das einzeichnet, ändert das nichts an dem Grundproblem und an der Grundlage, dass dort mehrere tausend Leute versammelt waren, die zum Teil aggressiv durch die Stadt gezogen sind, die zum Teil auf Ausländer oder Ausländer ist auch wieder so nicht, auf Leute mit ausländischen Aussicht, ja, oder die sie für anders halten, ja, ja, hinterhergelaufen sind und ihnen Gewalt angedroht haben und zum Teil auch ausgeübt haben. Das waren ja teilweise sogar Journalistinnen und Journalisten, die da angegriffen wurden. Es sind ja Kameras zu Bruch gegangen, genau. Und so. Also das so. Muss man schon sehen, dass, also, dass ja durchaus das, nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund. Genau, also dass das, ich würde sagen, dass man da von einer pogromartigen Stimmung zumindest zum Teil sprechen kann und von Jagden auf Andersdenken oder Leute, die irgendwie anders oder die diese Jagen irgendwie für anders halten und ihnen nicht passen, da glaube ich, kann man schon von reden. Ja. Und dann war die zweite... Letzter Punkt noch dazu. Also deswegen würde ich auch diese Diskussion, die wir da bei uns im Blog hatten, im Grunde abschließen wollen und habe ich auch schon ins Blog geschrieben mit dem Statement. Letztlich kommt es für diese Diskussion ja nicht darauf an, wie es jetzt ganz genau war. Das Entscheidende ist halt einfach diese Gewaltbereitschaft und diese Unmenschlichkeit, die da zum Ausdruck gekommen ist. So. Und man soll sich deswegen, also wie gesagt, diese Semantik ist wichtig. Wir versuchen das nach bestem Wissen und Gewissen präzise zu machen. Aber auf der anderen Seite soll man sich an solchen kleinen Fehlerchen aus meiner Sicht auch nicht hochziehen und sich nicht bei der Bewertung völlig ablenken lassen. Also es ist jetzt niemand, kein Medium ist, lässt sich oder kann zu Recht als Lügenpresse bezeichnet werden, wenn sie von Hetzjagd sprechen und es waren nur einzelne Jagdszenen. Ja, das kommt wirklich nicht drauf an. Und ein weiterer Aspekt dieser Differenzierungsdebatte ist diese Frage, sind denn das alles Nazis gewesen, die da auf dem Ding standen? Und da kam bei dieser Demonstration waren. Und gab es einen viel diskutierten O-Ton, den die Kollegen vom Deutschlandfunk der Tag im Podcast aufgenommen haben, wo die mit einem Menschen gesprochen haben, der hieß Thomas Müller. So heißt das, glaube ich, ein Pseudonym. Ist ein Pseudonym, ja, er hat sich so genannt, weil er sagt, er hätte ja wie mit dem Hutbürger, hätte er Grund zur Annahme, dass er seinen Job verliert und so, wo man sagen muss, der Hutbürger hat gegen Medien gepöbelt. Hier ging es nur darum, einmal seine Meinung zu sagen, deswegen verliert niemand seinen Job. Aber okay, er war unter falschem Namen da, Thomas Müller. Und er war auf die Frage, ob er in Chemnitz war, sagt er, nein, ich wollte hin. Es hat logistische Probleme gegeben, warum ich nicht da war. Aber wenn es die nicht gegeben hätte, dann hätte ich mich auch da mit diesen offensichtlichen Neonazis, die den Hitlergruß zeigen, hingestellt. Und auf die Frage, warum er das gemacht hätte, hat er einen Satz gesagt oder mehrere Sätze gesagt, die wir jetzt hier mal spielen. Und weil da ein Argumentationsmuster deutlich wird, was man mal auseinandernehmen kann. Ja, es interessiert mich nicht mehr, wer auch an der Demonstration teilnimmt. Erstens, weil ich nicht über dieses Stöckchen der Linken springe, die dann einfach sagen, da sind ein paar Nazis dabei. Es ist ein politisches Instrument, um damit die Formierung auf der anderen Seite des Spektrums zu verhindern, indem man einfach alle zu Nazis macht. Das ist ja ganz einfach. Und über dieses Stöckchen können wir nicht mehr springen. Jeder ist eingeladen, an den Demonstrationen gegen diese Art von Massenmigration teilzunehmen. Und wer dann teilnimmt, nimmt teil. Das nehme ich in Kauf. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr, um unsere Vorstellungen in den Diskurs überhaupt einzubringen. So, dann fangen wir mit dem Einfachen an. Also erste These, kein Forum für Kritik an der sogenannten Massenmigration. In Anführungszeichen. Gibt es kein Forum dafür? Es gibt Foren dafür. Also Deutschland redet extrem viel, überdurchschnittlich viel, wir jetzt auch wieder, über Migration. Und also da gibt es nun wirklich kein Problem, sich zu äußern. Ja. Zweitens, wenn du eine Demonstration machen willst, ja, wo keine Hitlergrüße gezeigt werden, wo keine Nazis da sind, dann kannst du die anmelden und eine andere Demonstration machen. Ja. Da kannst du auch dein Forum für dein Anliegen. Also das mit dem Forum ist, finde ich, auch überhaupt nicht überzeugend. Ja, nein, das finde ich überhaupt nicht überzeugend. Zweiter Punkt, ist man denn schon ein Nazi, nur weil man mit anderen Nazis demonstriert oder weil man mitbekommt, dass da Leute jetzt irgendwie Hitlergrüße zeigen und Adolf Hitler Fansongs singen, ist man dann schon Nazi, wenn man dabei bleibt? Nein, ich glaube, dieser Mann ist wahrscheinlich, unterstelle ich ihm mal, du bist kein Nazi, wenn du dich dahin stellst. Du kannst dich aber nicht beschweren, wenn dich jemand für einen hält. Ja. Und dieses Argument so,
Ich stehe da neben jemandem mehr oder weniger, in, der einen Hitlergruß zeigt, mhm, und der schreit Ausländer raus. Das ist ja noch das Freundlichste. Das ist noch das Freundlichste, ja. Den Hitlergruß zeigt. Und ich stehe da, und dann zu sagen, ich bin kein Nazi, das ist so wie, ich stehe da, ich bin kein Nazi, aber ich stehe neben jemandem, der den Hitlergruß zeigt, genau, und bin damit einverstanden. Da, und das passt nicht zusammen, das ist ein Widerspruch. Das ist ein totaler Widerspruch, denn ich glaube, da muss man sich kurz auch vor Augen führen, was denn eigentlich der Witz bei einer Demonstration ist. Der Witz bei einer Demo ist ja nicht, dass jeder von den 5 oder 10.000 Leuten gefragt wird, was denken Sie denn so ganz genau, Herr Müller? Ja, der Witz ist doch, dass man sich gerade zu einer gemeinsamen Meinungskundgabe trifft. Da gibt es eben bestimmte Banner, da gibt es ein bestimmtes Thema dieser Demonstration. Und jeder, der da mitgeht, der macht einfach alleine durch das Mitlaufen, durch das Dasein deutlich, dass er das vertreten möchte, was aus dieser Demo rausschallt. Und wenn ich jetzt eben mitkriege, diese Demo, in der ich jetzt bin, ja, die vertritt bestimmte Thesen, aus der heraus werden einfach eindrucksvoll bestimmte Meinungen deutlich gemacht, dann mache ich mich mit diesen Meinungen gemein, wenn ich dabei bleibe. Allein der Akt des Mitlaufens unterschreibt quasi das, was die anderen da tun. Und da kann, also es sei denn, das ist jetzt, sagen wir mal, bei 10.000 Leuten ein Hitlergruß, muss man vielleicht sagen, d'accord, das prägt noch nicht die Wahrnehmung dieser Demonstration. Aber die Wahrnehmung der Demonstration war ja ganz eindeutig. Ganz genau. So, und da hätte es die Möglichkeit gegeben zu gehen, du hättest eine andere Demo anmelden können, und deswegen müssen sich diese Leute gefallen lassen, dass sie zumindest als rechtsradikal bezeichnet werden, genau, wenn sie da nicht gehen. Ich bin mir auch nicht so sicher, dieser Begriff Nazi, ob der einem jetzt so wirklich weiterbringt. Na, im engeren Sinne würde das ja bedeuten, dass man sich quasi der Ideologie der NSDAP verschreibt. Wenn du einen Hitlergruß zeigst, dann ist das schon sehr naheliegend. Ja, das stimmt, allerdings. Ne? Der zweite Vorwurf, oder der dritte Vorwurf, den wir in den Kommentaren bekommen haben, wir reden die linke Gewalt klein. Genau, weil wir haben, der Aufhänger war ja, dass wir kritisiert haben, dass insbesondere die CDU in Sachsen so quasi chronisch gleichsetzt rechte und linke Gewalt und sich damit den Blick verstellt für die eigentlichen Probleme im Land Sachsen. Und deswegen greifen wir diesen Punkt nochmal auf. Ich denke, wir reden gar nichts klein. Wir lehnen natürlich Gewalt generell ab, egal von welcher Seite, politische Gewalt nochmal ganz besonders. Aber wie gesagt, unsere Kritik bezog sich darauf, dass die Union in Sachsen rechte und linke Gewalt immer in einem Atemzug nennt und damit konsequent gleichsetzt. Und das wiederum ist aus unserer Sicht jedenfalls eine krasse Verharmlosung der rechten Gewalt in Sachsen, der Gewalt aus dem rechtsextremistischen Spektrum. Denn Tatsache ist halt einfach, dass jedenfalls akut, ja, Linksextremismus in Sachsen und generell in neuen Ländern keine nennenswerte Rolle spielt. Da kam dann eben bei uns in den Kommentaren. Neu sind sie auch nicht mehr. Ja gut, aber das ist ja immer noch eine ganz treffende Bezeichnung, wie auch immer. Jedenfalls relativ neu. Da kam bei uns in den Kommentaren auch der Hinweis auf die RAF. Zum Beispiel, ne? Die Rote Armee-Fraktion, die ja insbesondere in den 70er Jahren und in den 80er Jahren in der damaligen Bundesrepublik Anschläge begangen hat. Und da muss man natürlich sagen, wir wollten nie vertreten, dass es nicht aus dem linken Spektrum auch Gewalt geben kann. Das wäre ja absurd. Unser Punkt war nur, diese Gleichsetzung heute im Jahr 2018 ist falsch, weil heute die Probleme eben auf einer ganz bestimmten Seite des Spektrums angesiedelt sind. Und dazu gibt es interessante Zahlen, Philipp, die ausgerechnet die AfD zutage gefordert. Genau, die haben eine Anfrage gestellt im Sachsen-Anhalt-Tischen. Stimmt es? Sachsen-Anhaltinisch, glaube ich. Nein, Anhaltinisch. Ich hab mir sagen lassen, Anhaltinisch hat was mit Adel zu tun. Richtig? Okay. Ist das richtig? Und Sachsen-Anhaltisch bezeichnet mehr oder weniger die Zugehörigkeit zu diesem Staat. Man lernt nie aus. Sagen wir doch einfach, der Landtag von Sachsen-Anhalt. Genau, Reisen bildet. Landtag von Sachsen-Anhalt, AfD stellt eine Anfrage, fragt, wie ist denn das so mit den rechten und linken Straftaten? Turns out, 2015 gab es in Sachsen-Anhalt insgesamt 2162. politisch motivierte Straftaten, 2162. Ja. Davon kamen 230 aus dem linken Spektrum, beziehungsweise wurden von den Behörden dort zugeordnet. Das sind 11%. Ja. 15 der Ausländerkriminalität, wurden der Ausländerkriminalität zugeordnet. 15 von 2162, das kann man kaum ausrechnen, knapp 0,1%. 0,1. Und 1749 werden dem rechten Lager zugeordnet. Das 81%. So, also genau, ich denke, diese Zahlen machen deutlich, man muss das jetzt vielleicht nicht en detail noch ausführen, aber diese Zahlen machen deutlich, es gibt ein ganz klares Problem mit rechter Gewalt, es gibt auch vielleicht eins mit linker, aber das mit der Rechten ist viel, viel größer. Und wenn man das gleichsetzt, dann verharmlost man letztlich das, was die Rechtsradikalen machen. Und sehr deutlich wird das zum Beispiel auch, wenn man sich mal den Bereich der Propagandadelikte anguckt. Ja, in Sachsen-Anhalt 2015, da steht 1311 rechten Propaganda- und Volksverhetzungsdelikten genau ein einziger Fall aus dem linksextremen Milieu gegenüber. Ja, das macht, denke ich, schon mal deutlich, wo da die Probleme liegen. Wie gesagt, das soll überhaupt nichts kleinreden, was auch links historisch alles mal falsch gegangen ist. Wenn man noch weiter zurückgeht, kann man natürlich auch die Gulags in der
der Sowjetunion nennen und da fallen einem tausend Sachen. Aber das hilft Sachen uns nicht bei der Lösung genau. dieses Problems, was wir hier in Sachsen haben. Oder in Sachsen haben. Genau. Dann gab es ja diese Woche das Konzert. Wir sind mehr, 65.000 Leute waren da, Toten Hosen haben gespielt, also Schätzungen 60.000 bis 70.000, also da waren hier eine ganze Menge. Dann gab es eine Debatte, ja, was bringt denn so ein Konzert? Die Musik ist ja doof. Also ich finde ehrlich gesagt, so ein Konzert bringt eine Menge, weil es im Grunde so eine Art Demo ist. Ja, also ich würde mal sagen, ein Konzert gegen rechte Gewalt ist besser als kein Konzert gegen rechte Gewalt. Genau. Damit finde ich, kann man diese Debatte schon beenden, egal ob ich jetzt ob ich diese Bands jetzt toll finde oder nicht. Oder Helene Fischer. Oder ja. Helene Fischer, ja. Ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Jeder muss tun, was er kann. Jeder muss seine Verantwortung wahrnehmen, um gegen rechte Gewalt vorzugehen. Und die in der Verantwortung von Musikern, die irgendwie Zehntausende von Fans haben und eine riesen Reichweite, ist es halt, ihre Popularität in den Dienst dieser Sache zu stellen, dort aufzutreten und ihren Leuten Dampf unterm Arsch zu machen. Ja, genau. Und zu sagen, Leute, engagiert euch für den Rechtsstaat, engagiert euch für Menschlichkeit, Mitmenschlichkeit, engagiert euch gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das bräuchte ich. Dann war die Diskussion, darf eine Band dort spielen, die zu Gewalt gegen den Staat und die Polizei aufruft. Ja, das war so eine Nebendiskussion im Kontext dieses Konzerts. Das kreist so ein bisschen um diese Band Feine Sahne Fischfilet, ja, aus Mecklenburg-Vorpommern. Die haben vor Jahren mal in einem Lied davon gesungen, dass irgendwie Steine auf eine Polizeiwache geworfen werden. Folge war, dass die dann eine Weile durch den Verfassungsschutz beobachtet worden ist. Und da muss man sagen, natürlich ist das nicht okay, was Feine Sahne da gesungen hat. Aufruf zu Gewalt ist selbstverständlich immer Mist. Ja, da sind wir in der Lage ganz konsequent. Aber die Frage ist trotzdem, war denn die Kritik der CDU berechtigt? Denn der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte öffentlich aufgerufen, zu diesem Konzert nach Chemnitz zu kommen, also quasi dort in Form der Konzertteilnahme zu demonstrieren für die Werte, für die dieses Konzert steht. Und da war eben Teil des Lineups, Teil des Programms dieses Konzerts war auch ein Auftritt von Feine Sahne unter vielen anderen. Und das hat die CDU zum Anlass genommen, den Bundespräsidenten dafür zu kritisieren. Er hätte zu diesem Konzert aufgerufen, an dem eben auch diese Feine Sahne, die Leute mitwirken. Und da würde ich was sagen, hältst du davon finden? Ja, also das war Annegret Kramp-Karrenbauer, da würde ich sagen, es ist unverhältnismäßig zu sagen, eine Band, die vor Jahren diese Texte mal gesungen hat, quasi von einem Konzert ausschließen zu wollen, mehr oder weniger, ohne zu wissen, was die da wirklich singen. Am Ende haben sie es nicht gesungen, haben andere Leute Texte gesungen, aber das ist sozusagen im Vorhinein sich dagegen auszusprechen und deswegen den Bundespräsidenten zu kritisieren, da würde ich sagen, das ist eine Güterabwägung. Es ist, finde ich, viel, viel wichtiger, dass Bands da spielen, dass da Leute auf die Straße gehen, dass man da Leute auf die Straße bekommt, dass da viele hingehen und wenn dann vielleicht eine Band dort auftritt, die vor Jahren mal einen staatsfeindlichen oder aggressiven Text gesungen hat, dann finde ich, kann man das in Kauf nehmen und dann kann auch vielleicht der Bundespräsident mit dem Augenzwinkern darauf hinweisen in so einer Einladung, geht da mal hin, aber weiß ich nicht, auch wenn da unter Umständen ein paar Texte gesungen werden, die wir nicht so toll finden, aber unterm Strich ist das eine gute Sache. Also ich finde auch schon die Interpretation übertrieben, dass Frank-Walter Steinmeier sich automatisch mit allem, was Feine Sahne Fischfilet in diesem Leben jemals gesungen hat, gemein macht. Ja. Also mal ganz ehrlich, dazu muss man vermutlich auch im Saarland leben, oder? Ja, ich meine, Annegret Kramp-Karrenbauer. Kein Angriff auf das Saarland. War selber auf dem Festival. Ach so, die war selber auf dem Festival? Ja, die war selber auf dem Festival von Feine Sahne Fischfilet. Also, what? Ja. Das ist ja nun wirklich total heute. Die geht selber aufs Konzert und kritisiert sie sagt, glaube ich, als Privatmensch, als Privatfrau hätte sie das gemacht, da war sie Ministerpräsidentin im Saarland und da hat sie auch so einen Kommentar abgegeben, zu diesem Festbild, so wow, wie geil ist das denn, so sinngemäß. Und da haben halt auch Feine Sahne Fischfilet gespielt. Und das wurde halt auch so als so ein bisschen Werbung für dieses Festival gemacht. Untragbar. Dass viele dann wie so ein CDU-Generalsekretär. Wie so ein Hammer auf dem Fuß. Also genau, also ich denke, da wird klar, dass das wenig Sinn macht, sich da Vorwürfe zu machen. Aber wenn man jetzt mal einen Schritt zurücktritt, Philipp, zeigt das doch einfach, dass, glaube ich, noch nicht alle politischen Verantwortungsträger in unserem Land den Ernst der Stunde verstanden haben. Ne? Na, absolut. Ganz ehrlich, also so eine Kindergartengeschichte, mein Förmchen, dein Förmchen, meine Band, deine Band, in einer Situation, wo eigentlich unser Land zusammenstehen müsste gegen fremdenfeindliche Gewalt, da muss ich schon sagen, kann ich mir nur noch... Genau, wir haben ja eine Menge andere Probleme auch. Ne? Wir haben, ist das so? Haben wir Probleme? Wir haben Klimawandel, wir haben die Rentenproblematik, haben wir letzte drüber gesprochen, ne? Wir haben die Altersarmut, wir haben demografischen Wandel, wir haben hohe Mieten, wir haben ungerechte Steuern, wir haben marode Infrastruktur, wir haben kein Breitband, wir haben mieses WLAN in der Bahn, wir haben Musik von Helene Fischer, wir haben jede Menge Probleme. Und wir haben die Berliner Influencer Academy. Also und wir haben jede Menge Probleme am Hacken. Ja. Und da fragt man sich doch, da muss es doch eine
einen großen Zusammenhang geben, und eine Ursache, ein Grundproblem. Und das Schöne ist, Philipp, wir haben die Lösung dafür gefunden. Wir haben sie gefunden durch eifriges Googlen. Die Lösung stammt nämlich von unserem Heimatminister Horst Seehofer, der Großvater aller Nervdebatten, der gesagt hat, Migration ist die Mutter aller Probleme. Meine Damen und Herren, wer ist schuld am schlechten WLAN im ICE? Migration, völlig klar. Ja. Wer ist für die Steuern verantwortlich? Wenn der Bahn immer im Bahnhof stünde. Ja. Hättest du besseres WLAN wahrscheinlich. Wer ist an den hohen Mieten, am demografischen Wandel? Alles. Und dann Helene Fischer schuld, immer nur die Migranten. Also mit anderen Worten, ja. Genau, also zurück zum Thema, also Horst Seehofer hat sich geäußert, hat sozusagen, Verständnis für die rechten Demonstranten da geäußert und gesagt, Migration, also das ist kolportiert worden, er hat es nicht in die Mikrofone gesagt, sondern er hat es bei einer Sitzung der CSU in Neubrandenburg, glaube ich, gesagt. Und aber Welt, vor Journalisten. Hat er das vor Journalisten gesagt? Bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube, Bild und Welt haben das so nach dem Motto, wir haben gehört, dass er gesagt hat. Okay. So, deswegen ein bisschen so mit einem mit also vielleicht ist das eine Art Leak, ja, aber ich finde es persönlich schon schlimm genug, wenn er das denkt, ja. So, das ist, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen dieser Satz, warum ist das ein Problem in deinen Augen? Ich finde das vor allem deswegen ein Problem, weil es natürlich wieder ablenkt von den ganzen Problemen, die wir gerade in einer langen Liste aufgezählt haben und weil es natürlich ein Narrativ bedient, dass er ohnehin schon verbreitet ist in einem gewissen Teil der Bevölkerung, wonach Menschen mit Migrationshintergrund Quell allen Bösens seien in diesem Land und das finde ich auch deswegen so unredlich, weil die Probleme mit der Migration, die ja 2015, 2016 tatsächlich bestanden, inzwischen eben weitestgehend gelöst sind. Die Notunterkünfte sind aufgelöst. Es ist ein Problem von vielen. Eine Herausforderung. Es ist allein schon ein Problem, hat ja schon so Herausforderung. Ja? Genau. Hat also Merkel auch gesagt. Sie sagt es anders, sie sagt, es ist eine Herausforderung. Gut. Aber wir möchten trotzdem noch auf ein Detail eingehen, weil das auch wieder in dieser Woche in den Kommentaren bei uns ein Thema war und weil es natürlich auch in Chemnitz in den Diskussionen eine große Rolle gespielt hat. Wir sagen jetzt so sportlich, das Problem mit der Migration ist weitgehend im Griff, aber was ist, Philipp, ist denn mit der Kriminalität durch Migranten? Na, wir haben da ja schon drüber geredet, ne? Also in anderen Lagen kann man nachhören, steht im Internet. Also die aktuelle polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnet einen Rückgang der in Deutschland angezeigten Straftaten, obwohl durch Migration mehr Menschen im Lande leben. Mit anderen Worten, Deutschland war 2017 sicherer als 2016, aber 2017 wurden über 11.000 Fälle von Vergewaltigung und sexueller Nötigung angezeigt, während es im Jahr 2016 nur knapp 8.000 waren. Das sind plus 42%. Das klingt erstmal dramatisch und natürlich sind das genau diese Zahlen, die dann regelmäßig hochgejazzt werden und die Vätern Angst um ihre Töchter machen. So, Grund dafür war nicht die Zuwanderung, denn die Leute waren 2016 schon fast alle im Lande. Ja, also noch mal ganz kurz, um die Logik nachzuvollziehen. Wir hatten zwar von 16 auf 17 statistisch 42% mehr angezeigte Sexualstraftaten, aber es gab zwischen 2016 und 2017 kein nennenswertes Plus mehr an Zuwanderung. Mit anderen Worten, das kann das nicht begründen. Man muss sich also immer die Frage stellen, wie kommt diese Statistik zugrunde? Und wenn man ein bisschen genauer nachdenkt, dann findet man einen ganz offensichtlichen Grund, nämlich die Änderung des Sexualstrafrechts. Haben wir in der Lage damals auch schon diskutiert. Das war so die Frühphase der Lage, Anfang 2016. Es gab ja da eine breite Diskussion auch in Deutschland über MeToo. Ja, und die Frage, wie ist das so mit der Strafbarkeit von sexuellen Belästigungen? Da gab es jedenfalls nach Wahrnehmung vieler eine bestimmte Strafbarkeitslücken. Daraufhin ist das Strafgesetzbuch geändert worden. Und es ist jetzt einfach wesentlich einfacher, bestimmte Verhaltensweisen mit Sexualbezug anzuzeigen. Mit anderen Worten, man kann das leicht zurückführen auf eine Änderung des Strafrechts. Und außerdem sagen Kriminologen, gibt es noch einen zweiten Effekt, denn die Zahlen, die die Kriminalstatistik erfasst, das sind ja nur die Zahlen, die bei der Polizei oder die bei der Polizei angezeigt werden. Das ist das, was die Kriminologen als das sogenannte Hellfeld bezeichnen. Also die Straftaten, die quasi so ins Scheinwerferlicht der Ermittlungsbehörden geraten und die Zahl der tatsächlich begangenen Straftaten ist natürlich wesentlich größer als die Zahl der angezeigten. Ja? Das heißt also, das Hellfeld ist quasi so eine Teilmenge der gesamten Straftaten, die begangen worden sind. Es gibt dieses Hellfeld in der Mitte quasi und drumherum gibt es dann eben noch das sogenannte Dunkelfeld. Das sind die Straftaten, die nie zur Anzeige gebracht werden. Und da sagen Kriminologen, dass die Diskussion um MeToo die Bereitschaft zur Anzeige von Sexualstraftaten deutlich gestärkt hat. Das heißt also mit anderen Worten, das Hellfeld ist größer geworden, das Dunkelfeld ist in diesem Deliktsbereich kleiner geworden. Das heißt, es gibt sehr gute Gründe, wie man den statistischen Anstieg von 42% erklären kann, ohne dass auch nur eine Tat mehr begangen sein muss. Außerdem sind halt statistisch gesehen auch Migranten ebenso, sagen wir mal, kriminell wie Deutsche.
in der entsprechenden Altersgruppe. Da gibt es also Kriminologen, die sich diese Zahlen mal ein bisschen genauer angeguckt haben. Statistisch treten also Zuwanderer ebenso häufig polizeilich in Erscheinung wie Deutsche, nämlich etwa 8% aus beiden Gruppen treten polizeilich in Erscheinung. Also Migranten sind nicht besonders kriminell, sondern im Prinzip genauso kriminell wie Deutsche in der gleichen Lebenssituation. So, politisch, glaube ich, kann man sagen, ist diese Äußerung insofern interessant, als dass der Streit zwischen Merkel und Seehofer 0,0 beigelegt ist. Ja. Also das lodert weiter, ja, und ja, ich weiß auch nicht, also mir kommt Horst Seehofer immer überflüssiger vor. Ja, und also ich finde, überflüssig finde ich, Philipp, ist eine etwas zu vorsichtige Bezeichnung, denn er gießt ja durchaus Öl ins Feuer der innenpolitischen Debatte, ne? Ich meine mal ganz ehrlich, durch das, was Horst Seehofer sagt, ja, immerhin Vertreter einer klassischen Partei, die als demokratisch gilt, nämlich der CSU, wenn der solche Dinge sagt, wie die Migration ist die Mutter Migration aller Probleme. Migration heißt Zuwanderer. Ja. Letztlich. Ne? Also Zuwanderer sind sozusagen die Mütter aller Probleme. Die sind der Quell allen Übels. Ja, das ist jetzt nur unwesentlich übersteigert. Und da muss man schon ganz ehrlich sagen, das macht mir dann doch Angst. Denn was er damit anstachelt, ist ja weitgehend eine Phantomdebatte. Wir haben ohnehin schon ein großes Problem. Wie eben geschildert. Ja, wie eben geschildert am Beispiel der Kriminalität, ist es weitgehend eine Phantomdebatte, die ohnehin schon sehr überhitzt geführt wird. Wir reden ohnehin in diesem Land schon wahnsinnig viel über Migration und viel zu wenig über die vielen anderen Probleme oben, die wir genannt haben. Natürlich haben manche Leute Angst. Ja, das muss man im Ansatz auch ernst nehmen, aber man muss diesen Leuten eben ganz ehrlich sagen, ihr habt einfach Unrecht, ihr täuscht euch, ihr seid aufgehetzt von der Bild-Zeitung und vielleicht noch viel schlimmer von irgendwelchen rechten Blogs. Ja, ich finde es deshalb auch so problematisch, weil gerade wenn du das Stichwort zum Beispiel Angst benutzt und es gibt ja auch viele Psychologen, die das untersucht haben und die sich dazu geäußert haben und die sagen, ja na klar, wenn du Angst hast, dann suchst du Heil bei deiner Gruppe, du suchst Heil und zu Hause bei dem Wir. Und dieses Wir ist genauso ein Konstrukt wie die anderen, ja, wer gehört zu deiner Gruppe, wer gehört nicht zu deiner Gruppe. Und wenn du Heil bei deiner Gruppe suchst, dann wendest du dich in deiner Angst gegen die anderen. Und deswegen ist diese Diskussion so problematisch, weil Leute wie Seehofer eine riesige Gruppe von anderen konstruieren, ja, auf die du in deiner Angst alle wir gegen die. Wir gegen die. Ja. Ja, wir sind die weiß sind, die halt so aussehen, wie sie sich das so vorstellen, die halt dazugehören sollen. Und wenn er sagt, die Migration, Migranten, Zuwanderer sind die Mutter aller Probleme, dann sind es die anderen, die an allem Schuld haben. Und jeder, der irgendwie Angst hat, glaubt, Angst haben zu müssen, der kann seine Aggression, die ja entsteht, wenn du etwas möchtest, du erreichst es nicht, du wirst wütend, du entlädst deine Aggression, dann suchst du dir nicht Leute in der Gruppe, zu der du dich zugehörig fühlst, sondern du suchst dir eine Gruppe, die anderen sind. Und das ist ein Konstrukt. Und so entsteht eben gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. So. Und deswegen ist das ein Problem, wenn Seehofer sich so äußert. Jetzt haben wir natürlich eine Partei, die das auch betreibt. Ja. So eine Debatte. Und da gab es in dieser Woche interessante Entwicklungen, nämlich die Landesverfassungsschutzämter in Bremen und Niedersachsen beobachten die junge Alternative, kurz JA, die Jugendorganisation der AfD. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz war davon durchaus überrascht, ja, von diesem Move, weil die wurden auch wohl nicht informiert. Denn der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Maaßen, ist wohl gegen die Beobachtung der AfD. Und zwar gegen die Beobachtung der AfD und auch dieser Jugendorganisation der JA. Und das führte schon seit längerem wohl hinter den Kulissen zum ziemlichen Streit. Also da hat Ronen Steinke von der Süddeutschen Zeitung einen sehr spannenden Artikel geschrieben diese Woche, der da so ein bisschen auch die Hintergründe schildert. Der Ronen hat typischerweise ziemlich gute Kontakte. Jetzt kommt die Cola, das ist ja cool, vielen Dank. Er hat typischerweise sehr gute Kontakte so in Sicherheitskreise, so wie sonst vielleicht noch Herr Maskolo. Und deswegen nehmen wir das für bare Münze, was er schreibt. Also er sagt, es gab hinter den Kulissen schon länger Streit, weil viele Landesämter für Verfassungsschutz Informationen über die AfD hatten und auch über die Jugendorganisation und vom Bund schon lange gefordert haben, doch mal ein einheitliches Lagebild zu erstellen. Eine Gesamtschau. Und dann eben auch quasi auf Bundesebene einheitlich zu entscheiden, wie man mit der AfD umgeht. Und das Bundesamt steht da wohl seit langem groß auf der Bremse. So jedenfalls lassen sich da Leute aus den Ländern zitieren. Der Bund reagiert einfach nicht. Die Landesämter schicken ihre Erkenntnisse an den Bund. In der Bund sitzt das alles irgendwie aus. Und das ist natürlich
politisch ganz besonders bedenklich, wenn man sich das vor Augen führt, was wir erst kürzlich in der Lage diskutiert haben, nämlich die interessanten Kontakte von Herrn Maaßen, dem Chef des Bundesamts, zu Frau Köpetri. Genau, also der sie offensichtlich, also du hast ja auch gesagt, ne, es ist normal, dass Maaßen sich wohl mit politischen Führungsfiguren trifft, aber dass er sie so explizit berät, wie sie einer Überwachung entgehen können, das ist wohl doch eher unüblich. So, jetzt machen also Bremen und Niedersachsen den Alleingang, ist juristisch natürlich heikel, weil Parteien den besonderen Schutz des Grundgesetzes genießen, also das ist jetzt nicht irgendein Verein, ja, kann man ja auch überwachen, sondern eben eine Partei. Da muss man besonders vorsichtig vorgehen. Und dieses Ausscheren zweier Länder macht es natürlich auch juristisch deswegen so ein bisschen heikel, weil es der AfD möglicherweise dadurch leichter fallen könnte oder der JA in diesem Fall quasi willkürliches Vorgehen dieser beiden Länder zu beklagen und sich möglicherweise auch erfolgreich vor Gericht zu wehren. Mit anderen Worten, da wäre es schon wünschenswert, wenn man da bald wieder zu einer bundeseinheitlichen Linie zusammenfinden würde. Wir haben uns dann gefragt, was heißt denn das eigentlich, wenn die JA beobachtet wird? Also bisher ist es ja wohl so, dass die Landesämter für Verfassungsschutz und auch das Bundesamt öffentliche Quellen auswerten. Ja, also um halt zu so einem Schluss zu kommen, sollen wir die jetzt überwachen, sollen wir sie nicht überwachen? Da werden halt öffentlich zugängliche Quellen ausgewertet. Und wenn es jetzt heißt, wir überwachen die, dann bleibt es klar, die öffentlichen zugänglichen Mittel und Quellen bleiben erhalten, aber den Verfassungsschutzämtern stehen eben auch geheimdienstliche Mittel zur Verfügung. Das bedeutet Telefone abhören, E-Mails mitlesen, der ganze Schnökes. Ja, V-Leute, Observationen. Genau, V-Leute so. Und da ist die Frage, die daraus natürlich dann folgt, ist das gut? Das sind ja geheimdienstliche Methoden, ne, schwer zu überwachen. Es gibt zwar die G10-Kommission, die bei solchen… Und die parlamentarischen Kontrollgremien. Ne, also es gibt so eine gewisse Art von Kontrolle, die aber auch viel kritisiert wird, weil sie nicht ausreichend ist, bei solchen geheimdienstlichen Überwachungen. Und es folgt A, die Frage, ist es richtig, die JA zu überwachen? Und B, wäre es auch richtig, die AfD zum Beispiel zu überwachen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin generell ja eben wegen dieser rechtsstaatlichen Probleme, die sich um Verfassungsschutzbehörden ranken, tendenziell skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin da sehr, ich frage mich das immer wieder, ob man nicht auf Inlandsgeheimdienste eigentlich verzichten sollte und diese Arbeit stattdessen die Polizei machen lassen sollte, in den klassischen Bahnen des Strafverfahrens und der polizeilichen Gefahrenabwehr, einfach weil sich Verfassungsschutzbehörden notorisch schlecht kontrollieren lassen. Ja, das sieht man im NSU-Skandal. Aber solange wir sie eben haben, finde ich, sollten sie wenigstens auch politisch ausgewogen agieren. Und es wird ja sehr häufig kritisiert, dass die Verfassungsschutzbehörden eben historisch nah entstanden sind aus Nachfolgeorganisationen der NSDAP und deswegen auf dem rechten Auge tendenziell nicht so gut hinschauen wie auf dem linken. Das heißt also, wenn man schon mal Verfassungsschutzbehörden hat mit all ihren Problemen, dann sollten sie wenigstens auch auf dem rechten Auge genauso genau hinschauen wie auf dem linken. Und insofern denke ich, wenn schon, dann sollen sie auch hier die AfD beobachten und die JA. Aber zum Beispiel durch V-Männer werden diese Leute ja auch finanziert, werden diese das ist da natürlich da Kohle rein. Das also ist natürlich ein Problem. Wenn du V-Mann heißt, du gewinnst halt Leute aus der Szene, möglichst mittendrin, ja, als Informanten, zahlst den Geld, zahlst den Honorar, was sie verwenden können, wie sie wollen, dann fließt halt Kohle, Steuergeld in diese. Da muss man schon sehr genau aufpassen. Das wollte ich damit jetzt nicht pauschal befürwortet haben, selbstverständlich. Ne? Denn das hat, du sprichst es an, Philipp, das hat ja beim nationalsozialistischen Untergrund NSU immerhin zur Mitfinanzierung einer Terrortruppe geführt. Ne? Durch insbesondere Gelder des thüringischen Landesamts für Verfassungsschutz. Mit fragwürdigen Ergebnissen. Mit potenziell tödlichen Ergebnissen. Ja, das muss man sich immer vor Augen führen. Kann man das denn beschränken? Kann man sagen, Überwachung der jungen Alternative, vielleicht der AfD, aber nur mit Telefon und E-Mail und nicht mit V-Leuten? Ja, klar können die das. Das ist ja deren freie Entscheidung, welche Mittel sie einsetzen. Aber da kann man da politisch drauf hinwirken? Kann man da als Exekutive sagen, ihr seid das ist ja das ist doch das große Problem, dass die eben nicht vernünftig kontrolliert sind. Du kannst natürlich als Minister sagen, bitte mach das mal so oder so, aber letztlich hast du da, glaube ich, keine große Kontrolle. Stichwort, ja, wir hatten es ja letztens, ne, dass Maaßen offensichtlich von V-Leuten wusste, aber und das nicht niemandem gesagt hat. Also mit anderen Worten, ihr seht schon, wir haben da große Probleme mit ganz klaren Aussagen, einfach weil Verfassungsschutzbehörden generell so ein Sumpf sind, ja, so ein blinder Fleck im Rechtsstaat, wo insbesondere die justizielle Kontrolle weitgehend lahmgelegt ist, weil die eben außerhalb von der Kontrolle der Gerichte und der Justiz agieren. Insofern, also ich weiß nicht, Philipp, Tendenz zu ja, aber ehrlich gesagt nur, weil ich möchte, dass die, weil ich jedenfalls mal gut finde, wenn sie schon existieren, politisch neutral agieren.
agieren und nicht nur Linke jagen, sondern eben dann auch Rechtsradikale jagen. Aber generell persönlich bin ich sehr skeptisch nach wie vor bei Verfassungsschutzbehörden, ob das wirklich sein muss. Also zum Beispiel Thomas Stadler, Rechtsanwalt aus Bayern, auch ein relativ engagierter Blogger, der fordert irgendwie auch schon seit ewigen Zeiten, dass man auf Inlandsgeheimdienste doch lieber verzichten sollte. Hat da auch, finde ich, sehr lesenswerte Ansätze. Wer will, kann sich das mal anschauen. Jens Spahn hat diese Woche einen nicht ganz neuen, aber doch viel diskutierten Vorschlag gemacht. Er hat angeregt, dass die Organspende keine Spende mehr wird, sondern quasi eine. Nee, Philipp, das ist irreführend. Das no. Das ist so. Die Anmoderation. Na, dann sag mal zu Ende. Können wir gleich darüber diskutieren. Also, es gibt in Deutschland über so plus minus 10.000 Leute, die auf ein Organ warten. Ja. So, wie läuft das denn bisher? Weil ihr Organ nicht mehr funktioniert, nicht so richtig jedenfalls, und sie brauchen ein neues Organ. 10.000 Pi mal Daumen stehen auf der Liste. 2017 gab es in Deutschland 797 Spender, die sozusagen ein Organ gespendet haben. Das bedeutet, viele Leute sterben einfach, weil sie kein Organ kriegen. In Spanien ist es ein Vielfaches davon, sind es mehrere Tausend, die dort gespendet werden. 5.000 Spenden, ja, wobei Spanien nur etwa die halbe Einwohnerzahl hat. Ja, genau. Also das sind deutlich mehr. Ich habe diese 5.000 nicht nochmal überprüft, aber es ist sowas in der Größenordnung. Und in Deutschland ist es halt so, in Spanien gibt es eine Widerspruchslösung. Das heißt, jeder ist de facto Spender, es sei denn, du widersprichst zu Lebzeiten oder erzählst, glaube ich, zumindest deinen Verwandten davon, dass du das nicht willst. Mhm. In Deutschland gilt, du musst dich vor deinem Tod damit einverstanden erklären, dass dir im Falle eines Hirntods ein Organ oder mehrere Organe entnommen werden dürfen. Das kannst du tun in Form eines Organspendeausweises. Du kannst es aber auch Verwandten erzählen. Wenn sozusagen keine explizite Entscheidung vorliegt, dann werden Angehörige eben befragt, ob du dich dazu mal geäußert hast. Die Krankenkassen müssen regelmäßig informieren und es gibt Informationsmaterial, was sie verschicken. Das ist sozusagen der Punkt. Also nochmal ganz kurz, um das zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen. Danke. In Deutschland muss man aktiv Ja sagen. Ja. In Spanien muss man aktiv Nein sagen. Das hast du gut formuliert. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Und Das führt dazu, dass in Spanien die Spendenquote hochgerechnet auf Deutschland bei über 10.000 Leuten liegt. In Deutschland warten 10.000 Leute. Mit anderen Worten, alle Probleme wären gelöst, wenn wir die Widerspruchslösung hätten, oder? Ja, das ist jetzt die Debatte. Also Spahn sagt, wir brauchen sowas, wir brauchen eine Widerspruchslösung. Ne? Das ist sozusagen seine Antwort auf diese Geschichte. Wer nicht widerspricht, spendet. Die Diskussion ist nicht neu. Wie sind denn deine Pro-Argumente? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es fällt mir sehr schwer, Gegenargumente zu finden. Ich finde allein die Tatsache, dass es eben 10.000 Menschen gibt, die in Deutschland auf eine Organspende warten, die möglicherweise sterben müssen, ja, weil sie nicht rechtzeitig mit einem Spenderorgan versorgt werden können, ist aus meiner Sicht ein schlagendes Argument dafür, dass man da was an der gegenwärtigen Situation tun muss. Ja, das heißt, wir haben ja quasi alle, oder ich denke schon jedenfalls sehr weitgehend, die Möglichkeiten ausgeschöpft unterhalb quasi dieser Änderung der Default-Einstellung. Ja, wie gesagt, bislang ist die Default-Einstellung, einem hirntoten Menschen werden keine Organe entnommen, es sei denn, es lässt sich irgendwie ein Ja konstruieren. Ja, und jetzt ist die Frage, kann man irgendwie was tun, damit mehr Menschen vorher ihr Ja erklären? Zum Beispiel Organspendeausweise. Und das haben ja die Krankenkassen schon getan. Sie sind ja verpflichtet, Informationsmaterial zu verschicken. Aber ganz offensichtlich gelingt es einfach nicht, mit so weichen Methoden die Zahl der Spender deutlich zu steigern. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das so ist, wenn es so viele Leute gibt, die eben in einer schwierigen humanitären Situation sind und es keine milderen Maßnahmen gibt, dann finde ich es völlig in Ordnung, wenn man rechtlich quasi die Default-Einstellung ändert und sagt, nein, normalerweise gehen wir davon aus, einfach quasi aus gilt so der Grundsatz der Mitmenschlichkeit. Wer nicht aktiv Nein sagt, dessen Organe können entnommen werden, um einem anderen Menschen zu helfen. Aber würdest du denn zustimmen, wenn man sagt, das ist ein extremer Eingriff in deine Selbstbestimmung, in deine als nein, Mensch? Ehrlich gesagt, in deine Freiheitsrechte? Nein. Und zwar deswegen, weil es jedem frei steht, Nein zu sagen. Damit ist im Grunde aus meiner Sicht die Diskussion weitgehend erschlagen. Es wird ja niemand gezwungen. Jeder kann ja sagen, okay, ich will das einfach nicht und dieses Nein dokumentieren. Man könnte allenfalls darüber sprechen, ob es möglicherweise sowas geben müsste wie ein allgemeines Nein-Register. Ja? Denn das Problem ist ja, wenn ich jetzt nur meinen Angehörigen Nein gesagt habe und die aber zum Beispiel nicht gefragt werden können, rechtzeitig weiß der Himmel warum, dann kann es natürlich Situationen geben, wo das Nein dann in der entscheidenden Situation quasi nicht bekannt ist. Deswegen so eine Art allgemeines Nein-Register könnte vielleicht Sinn machen, dass
kann man sich ja auch pragmatische Lösungen überlegen, irgendwie Internetabfragen und so. Aber im Grundsatz, finde ich, wird da nicht in Freiheitsrechte eingegriffen, weil ja jedem frei steht, ein Nein zu erklären. Also ich finde, es gibt ein paar Gegenargumente und die hat der Deutsche Ethikrat auch so ein bisschen aufgefüsselt. Das eine ist, diese Default-Einstellung, wie du sie nennst, hat einen hohen normativen Wert. Also wir beide wissen, niemand verändert die Default-Einstellung. Es wird sehr, sehr wenige Leute geben, die widersprechen. Und deswegen glaube ich, ist es schon ein hoher Eingriff. Das Kernargument ist aber, glaube ich, dass es Untersuchungen gibt von der Uni Kiel, die sind im Ärzteblatt veröffentlicht worden, die sagen, und das sagt auch der Ethikrat, das Problem ist nicht, dass die Leute nicht spenden. Das Problem ist, dass die Struktur in den Kliniken nicht stimmt. Denn es gibt Umfragen hier von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die sagen, die Zahl der Organspende, also beziehungsweise der Zahl der Menschen, die einen Organspendeausweis haben, ist in den letzten Jahren gestiegen. Hast du einen, Philipp? Nein. Ich hatte einen, den habe ich verloren. Okay. Aber du wärst grundsätzlich schon pro. Ich bin schon dafür. Ja? So, 36% sagen die. So, das ist gestiegen in den letzten Jahren. Das heißt, und diese Studie der Uniklinik Kiel, die sagt, auch die Anzahl der möglichen Spender ist gestiegen. Nämlich von 2010 zu 2015 von knapp 24.000 in 2010 auf gut 27.000 in 2015. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz sagen, Philipp, wie passen denn jetzt diese Zahlen zusammen? Du hast ja eben gesagt, wir haben 2017 nur knapp 800 Spender gehabt und jetzt kommen hier Zahlen. Mögliche Spender, genau. Und das ist genau der Punkt, weil die Kliniken nur 8,2% der Fälle vorbringen zur Deutschen Stiftung Organspende. Das heißt, Kliniken verschlampen die Situation. Verschlampen ist ein hartes Wort. Aber es gibt in den Kliniken laut dieser Studie im 2015, also vor 3 Jahren, gut 27.000 Tote, wo die Studie davon ausgeht, das sind potenzielle Organspender. Und also jetzt nur medizinisch betrachtet oder hatten die auch Ja gesagt? Nein, es sind potenziell, medizinisch betrachtet, es gibt ja mal so ein paar Ausschlusskriterien, das muss man erst überprüfen hier und da, aber so erstmal so auf den ersten Blick sind das Tote, bei denen man Organe entnehmen könnte. Aber nur in 8,2% der Fälle sind die Kliniken hingegangen zu dieser Deutschen Stiftung Organspende, um eben klären zu lassen, hier, wir haben hier so einen Kandidaten, geht das? Kommt das in Frage? Funktioniert das? Also gut, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier, damit man die Zahlen besser vergleichen kann. Also du sagst 27.000 potenzielle, davon haben ja nach diesen Studien etwa ein Drittel einen Organspendeausweis. Das heißt, das wären dann irgendwie 9.000 Leute, die potenziell in Betracht kämen. Also und von, auch von den Toten, also 36% der Deutschen, das heißt nicht unbedingt, dass 36% der... Ja, aber jetzt mal über den Daumen. Ne? Wenn wir mal davon ausgehen, dass sich diese 36% auf die Gesamtbevölkerung beziehen, dann... Ne, das okay. Also dann hätten wir es ja immerhin mit 9.000 potenziellen Spenderinnen und Spendern zu tun. Genau, und die Deutsche Stiftung Organspende, die hat so ein Modellprojekt durchgeführt und mal geguckt, also wie viel von so, sagen wir mal, Toten, die auf den ersten Blick als Organspender in Frage kommen, würden sich denn dann im Falle des Falles auch wirklich als Organspender eignen? Und die sind auf Quoten gekommen, wo man sagen muss, wenn die deutschen Kliniken sich so verhalten würden, wie die Kliniken in diesem Modellprojekt, dann kämen wir in Deutschland 2015 nicht auf 877 Organspender, wie es de facto der Fall war, sondern auf 2780 Organspender. Aber das ist natürlich richtig. Das heißt also, da gibt es quasi das Potenzial bei den Kliniken, mal Faktor 3, so über den Daumen. Auf der anderen Seite muss man aber ja sagen, wie gesagt, rechnerisch wären potenziell schon 9000 Spenden möglich gewesen, ne? Rein von der Zahl der... Deswegen würde ich mal sagen... Nur weil jemand einen Organspendeausweis hat, heißt das nicht, dass er ein Organspender ist. Werden kann aus medizinischen Gründen. Aber ich finde ehrlich gesagt, ich finde das Argument natürlich wichtig, dass in den Kliniken offensichtlich die organisatorischen Abläufe nicht so sind, wie sie sind oder wie sie sein sollten. Aber das spricht aus meiner Sicht aber ja trotzdem nicht dagegen, dass man die Default-Einstellung ändert. Denn ganz ehrlich, auch diese, du hast ja gerade diese Zahl genannt, 2780 Organspenden, wenn alles organisatorisch optimal liefe. Das sind aber ja immer noch deutlich weniger als die 10.000 Leute, die auf Organe warten. Ja, die Kernfrage ist, der Ethikrat macht das Argument, wir müssen erst das bestehende System fixen und optimal ausnutzen, bevor wir so tief in die Rechte
von uns allen eingreifen. Und das ist dein Argument, das tun wir nicht. Ich würde zum einen sagen, wir greifen gar nicht so tief in die Rechte ein, und ich würde zum anderen sagen, wir können ja jetzt schon an den Zahlen sehen, selbst wenn wir dieses System optimal fixen, reicht das doch immer noch nicht. Und dann würde ich sagen, dann gibt es auch keinen notwendigen zeitlichen Ablauf, erst nur das eine zu tun, sondern dann sollte man doch einfach beides tun. Man sollte die Default-Einstellung ändern und außerdem die organisatorischen Abläufe verbessern, damit dann unterm Strich möglichst alle 10.000 auch versorgt werden können. Es gibt ja noch so ein paar andere Argumente, ne? Also viele fürchten dann so eine Organhandelindustrie. Ja, das heißt, wenn jeder seine Organe abgeben muss, dann ist da viel Geld im Spiel, dann gibt es alle möglichen Leute, die damit Geld verdienen können. Also ja, das ist, also ich kann mir auch noch nicht richtig vorstellen, wie das so aussehen sollte. Die Kernfrage ist wirklich wie hoch ist der Freiheitseingriff? Ja. Ne? Weil wenn der nicht so hoch ist, dann kann man sagen, okay, dann machen wir doch beides. Also weißt du, ich finde, wirklich betroffen sind doch nur die Menschen, die sich überhaupt keine Gedanken drüber machen. Weißt du, die Leute, die sich Gedanken drüber machen, die werden heute einen Organspenderausweis haben und die werden vielleicht in Zukunft dann ihr Nein erklären. Es geht doch nur um die Menschen, die sich keine Gedanken machen. Und gerade bei diesen Menschen finde ich, die sich keine Gedanken machen, ja, wenn es denen einfach nicht so wichtig ist, dann stellt sich doch die Frage, sollen die dann im Zweifel helfen oder nicht helfen? Und da wäre für mich dann immer das Gebot der Humanität zu sagen, wer sich darüber eh keine Gedanken macht, wem es offenbar wirklich egal ist, den trifft man auch nicht in seinen Rechten. Jedenfalls nicht so gravierend, dass man begründen könnte, warum andere Menschen möglicherweise sterben müssen. Kommen wir zur Mietpreisbremse. Das Kabinett hat einen Gesetzentwurf beschlossen. Ja, wir kommen jetzt, ihr seht schon, wir reiten hier durchs Pad. Ja, wir reiten hier durchs Pad. Wir kommen zur Mietpreisbremse. Da ist im Kabinett ein Gesetzentwurf beschlossen worden. Den haben wir im Kern schon besprochen im vergangenen Juni, also jetzt vor 2-3 Monaten, bei der Lage live in Leipzig. Erinnere ich mich noch, saßen wir auf der Bühne in anderer Verteilung, Philipp rechts, ich saß links, und haben da schon beschrieben, was Katharina Barley, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, an der Mietpreisbremse ändern möchte. Du chillst das wie so Szenen aus unserer Honeymoon. So, ne? Genau. Damals, das war schön, in Leipzig, das war im Parkplatz. Das war ein total schöner Abend. Haben wir über die Mietpreise gesprochen. Ja, das war großartig. Weißt du noch? Ja, damals, genau. Philipp, im Sonnenuntergang. Nein, Mietpreisbremse. Die erste Mietpreisbremse ist mehr als 3 Jahre alt, ist im April 2015 beschlossen worden. Und schon nach dieser alten Mietpreisbremse galt: bei der Wiedervermietung von Wohnungen darf die Miete höchstens 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, so die goldene Regel, aber es gibt wie immer 3 Ausnahmen. Wenn die Vormiete schon höher lag als die ortsübliche Vergleichsmiete, dann darf diese hohe Vormiete weitergenommen werden. Wenn modernisiert wurde, gilt die Grenze nicht, oder wenn ganz neu gebaut wurde. Und in welchen Regionen diese Bremse gilt, legen die Bundesländer fest. So weit, so gut. Allerdings hat sich diese Mietpreisbremse 1.0 aus dem Jahr 2015 als unwirksam erwiesen. Die Mieten steigen krass weiter, vor allem in den Ballungsräumen. Wer kennt das nicht? Hier in Neukölln ist ja quasi so eine Krisenzone, muss man ja schon deutlich sagen. Hier geht es ja so richtig ab. Deswegen legt Katharina Barley nun die Version 2.0 vor. Ursprünglich ein Entwurf aus dem BMJV, dem Bundesministerium für Justiz und für Verbraucherschutz, der jetzt vom Kabinett gebilligt worden sollte. Und was steht da jetzt drin? Also was ist sozusagen... Hat sich da noch was getan zu dem, was wir da gesprochen hatten? Da hat sich, soweit ich das überblicke, nichts mehr getan. Das war jetzt nicht direkt klar aus den Presseberichten, ob sich da irgendwas getan hat. LTO, Legal Tribune Online, schreibt, sinken sollen die Mieten durch diese Mietpreisbremse zwar nicht, aber zumindest soll der Anstieg gebremst werden. Und was müssen Vermieter jetzt machen? Vermieter müssen künftig vor Abschluss eines Mietvertrags unaufgefordert darüber Auskunft erteilen, ob eine Ausnahme von dieser Mietpreisbremse vorliegt. Ja, das war bislang immer das Problem, dass die Mieter hinterher hingehen mussten. Ja, und überhaupt nicht Bescheid wussten, ob diese Vormiete, wie hoch denn die Vormiete war oder ob eine Modernisierung vorgenommen worden ist. Und der Witz ist jetzt, dass der Vermieter sich auf diese Umstände, diese Ausnahmen von der Mietpreisbremse nicht berufen kann, wenn er das eben nicht vorher gesagt hat. Und es soll für die Mieter auch einfacher werden, etwa zu viel gezahlte Miete zurückzufordern. Da soll jetzt eine einfache Rüge ausreichen. Und dann sollen die Modernisierungskosten begrenzt werden. Bislang kann man 11% der Kosten einer Modernisierung umlegen auf die Mieter. Das soll in Zukunft nur noch 8% sein und auch noch maximal 3 Euro Steigerung
pro Quadratmeter. Und herausekeln durch Baumaßnahmen, geht das noch oder wird das teuer? Nee, das soll jetzt soll auch erschwert werden. Das ist ja, sind ja so beliebte Tricks. Irgendwie, man stellt mal den Strom ab, man stellt mal das Wasser ab und so, wenn man Mieter loswerden will. Das wird jetzt ordnungswidrig. Da kann eine Geldbuße bis zu 100.000 Euro verhängt werden. Und die Mietpreisbremse war ja Teil des Koalitionsvertrags. Ja. Was sagt die CDU dazu? Ja, Dr. Jan-Marco Luschak, auch hier Berliner Bundestagsabgeordneter und Mietrechtsexperte der CDU-Bundestagsfraktion, der kritisiert den jetzt vom Kabinett beschlossenen Entwurf, weil er sagt, dass er in mehreren Punkten nicht den Vereinbarungen des Koalitionsvertrages entspreche. Und deswegen, so Herr Luschak, werde man ergebnisoffen in das parlamentarische Verfahren gehen. Ich fürchte fast, da wird der Entwurf noch ganz gut gerupft werden. Okay, und die Opposition hat sicherlich auch was gesagt. Die findet es alles mies, oder? Ja, die Opposition, so weit geht sie nicht. Aber sie sagt, das Mietpreisgesetz reiche nicht aus, um die Mietenexplosion zu stoppen. Chris Kühn, Sprecher für Wohnungspolitik von Bündnis 90 Die Grünen, lässt sich mit den Worten vernehmen, eine Absenkung der Modernisierungsumlage auf 8% alleine werde Menschen mit kleinem Einkommen nicht vor Verdrängung schützen. Mit anderen Worten, das ist sicherlich gut, was das Kabinett da beschlossen hat, aber jetzt warten wir doch erstmal ab, was passiert. Wie gesagt, aus der Unionsfraktion gibt es schon sehr deutliche Anzeichen, dass man versuchen wird, da noch einzelne Elemente rauszuschießen aus dieser Mietpreisbremse 2.0. Und selbst wenn sie so beschlossen wird, würde ich auch sagen, Philipp, ob das nun wirklich die Mietpreise senken hilft, das weiß ich auch nicht. Aber immerhin ist es ein Versuch und man muss schauen, was sich machen lässt. Wir haben ja irgendwie in der Lage, kriegen wir häufig so das Feedback, ich fange es mal anders an. Also wir haben ja in der Lage, so ein paar Themen, die so ein bisschen immer auch in den Kommentaren unter Verschwörungstheorieverdacht standen, also im Sinne von, waren es die Russen wirklich? Ja, also haben sie wirklich die Wahlen manipuliert, beziehungsweise haben sie es wirklich versucht, ob sie es geschafft haben, weiß man nicht, aber dass sie es versucht haben, denke ich, ist mittlerweile, also für uns jedenfalls hinreichend bewiesen. Dann war immer noch dieser Fall, was ist eigentlich mit dem Novichok-Angriff in Großbritannien auf Skripal, diesen ehemaligen Doppelagenten? Ja, das ist auch deswegen uns so wichtig, weil der Vorwurf, wir seien keine Freunde Russlands, einer der beliebtesten eigentlich ist, ne? Muss man schon ganz ehrlich sagen. Also wenn die Lage pauschal kritisiert wird, zum Beispiel irgendwie in den iTunes-Kommentaren, ist das einer der beliebtesten Vorwürfe. Ja, dass wir's, dabei habe ich da lange gewohnt. Ja, du hast da lange gewohnt und du hast ja durchaus auch große Sympathie. Du sprichst ja auch Russisch, Philipp. Ja. Aber das ist ein ganz beliebter Vorwurf. Insofern war es uns ganz wichtig, da auch nochmal nachzurecherchieren. Ja, in der Tat gibt es jetzt eben doch eine ganze Menge handfesterer Indizien. Genau, also die britische Polizei hat eben ermittelt jetzt die ganze Zeit und jetzt gibt es, wie gesagt, sagen wir mal, Tatverdächtige, ja, und eine ganze Reihe von Indizien. Also die britische Polizei hat Beweisfotos vorgelegt, auf denen die Verdächtigen unter anderem beim Haus Skripals zu sehen sind. Namen und Fotos der beiden sind veröffentlicht worden, werden mittlerweile mit europäischem Haftbefehl gesucht. Nach Angeben von Scotland Yard sind es zwei russische Staatsbürger, Alexander Petrov und Ruslan Boschirov. Genau. Und Theresa May sagt, das sind Offiziere des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Ja. Sie sind über London Gatwick eingereist. Zuerst haben sie in London Hotel sich aufgehalten. In den Hotelzimmern seien Spuren von Novichok gefunden, diesem Giftgas. Der Kampfstoff soll speziell in einer speziell präparierten Parfümflasche der Firma Nina Ricci sich befunden haben. Kennt das jemand? Nina Ricci ist das Parfüm? Kauf ich definitiv nicht mehr. So viel ist klar. Es sei denn, es steht Novichok drauf. Dann weiß man Bescheid. Dann würde ich nochmal zugreifen. Genau. Und damit, dann kommen wir so langsam in die bisschen tragische, in die tragikomische Sphäre. Erstmal müssen wir ganz kurz vielleicht sagen, woher wissen wir das alles? Die britische Polizei hat irgendwie Tausende von Stunden von Videomaterial analysiert. Man muss ja wissen, Großbritannien ist quasi wahrscheinlich weltweit das Land. The biggest brother eigentlich. Biggest brother ever, ne? Also CCTV, Closed Circuit Television, auf Deutsch Überwachungskameras mit Aufzeichnung, sind in Großbritannien so präsent wie, glaube ich, sonst nirgendwo auf der Welt. Da wird ziemlich alles gefilmt und in diesem Fall
hat das jetzt eben dazu geführt, dass Polizeibeamte in Großbritannien tausende von Stunden von Videomaterial durchgeguckt haben, unzählige Szenenfotos sich angeschaut haben und angeblich ist es jetzt eben gelungen, doch den Weg dieser russischen Agenten relativ minutiös nachzuverfolgen, bis hin dazu, dass sie eben diese Türklinke der Skripals mit der manipulierten Nina Ritchie Parfümflasche mit Novichok besprüht. Genau, also sie da drin, haben es besprüht und dann wird es, wie gesagt, so ein bisschen, finde ich, tragisch. Dann haben sie die weggeworfen. Ja. Diese Parfümflasche. Und es kam ein Passant vorbei, Charlie Rowley. Wochen später. Fand die Flasche, welche die beiden mutmaßlichen Attentäter eben zum Park eben entsorgt hatten, und schenkte sie seiner Lebensgefährtin. Dawn Sturgis. So, und dann. Was macht Dawn? Denkt sich, oh, das ist nice. Nina Ritchie aus dem Park. Sprühe ich mir doch mal auf die Haut. Kein Witz. Das ist das bitterste Detail an der ganzen Geschichte. Die einzige Tote aus der ganzen Geschichte ist eine völlig unbeteiligte Frau aus Salisbury. Das heißt also, das ist der klassische Kollateralschaden. Ne? Diese Agenten waren irgendwie zu blöd, diese Nina Ritchie-Flasche so zu entsorgen, dass sie nicht irgendwer finden konnte, schmeißen die irgendwie gedankenlos, ich weiß nicht wohin, irgendwo in den Park. Und, Das sind immer so Sachen, ich meine, das planen die doch über Monate sowas. Und dann schmeißen sie das Ding einfach in den Park? Warum zum Geier schmeißt man das nicht in den Mülleimer ganz unten rein? Oder irgendwie keiner mehr in den Fluss oder ich weiß es nicht. Ja, das haben wir eben gerade auch bei der Vorbereitung der Sendung erst gemerkt und das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich sehr berührt, dass ein völlig unbeteiligter Mensch einfach nur aufgrund der unfassbaren Dämlichkeit dieser Agenten. Ja, und so eine, ich meine, wie sind die Chancen? Ja. Dass dein Freund im Park eine Nina Ritchie-Flasche findet. Mit Novichok von russischen Geheimagenten findet, sie dir schenkt und du dir das Zeug auf den Hals sprühst. Also ganz ehrlich, und dann stirbst. Wenn das in einem James Bond vorgekommen wäre, hätte keiner geglaubt. Hätte man gesagt, einer von 5 Sternen, völlig unrealistisch. Realistischer wäre noch gewesen, dass sie sich das aus Versehen selber in die Augen sprühen. Irgendwie sowas, ne? Dass die Agenten, ja, weiß der Himmel was. Du bist doof. Sorry. Also jedenfalls ganz tragische Geschichte. Aber Philipp, was sagen die Russen zu dem Thema? Wollen wir das wirklich wissen? Ja, wollen wir wissen. Ja, sonst heißt es doch wieder, wir haben die Russen irgendwie auf dem Kieker. Haben okay. Wir doch gar nicht. Also Maria Sarachowa, die Sprecherin des Außenamts, sagt, die Namen, die da in den Medien veröffentlicht wurden, sagen uns, wie die Fotos, gar nichts. Wunderbar. Das ist der klassische Fall einer Denkfigur, die wir in der Lage der Nation schon tausendmal hatten, das überspezifische Dementi. Ja, vielleicht sagen ihnen die Namen nichts, weil die Namen irgendwie tatsächlich falsch sind. Vielleicht haben die auch vielleicht 5 Decknamen. Vielleicht lesen die auch italienische Fußballberichte in italienischen Zeitungen. Das weiß man. Und sagen, diese Namen, die da erwähnt sind, die sagen uns gar nicht. Nee, die Namen sagen uns nichts. Und die Fotos auch nicht. Na, natürlich, weil sie die Fotos halt noch nie gesehen haben. Ich finde das total lustig, wie die das immer wieder schaffen, irgendein Dementi so zu formulieren, dass man eben gerade nicht dementiert. Sehr geschickt. So. Und London, also Großbritannien, will Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats. Zu dem Giftanschlag von Swinburne. Ja, würde ich auch machen. Also das, aber ich meine, ganz ehrlich, Chapeau, dass man tatsächlich das geschafft hat, jetzt so harte Beweise vorzulegen. Dass man einen europäischen Haftbefehl kriegt und ein bisschen wasserdichter zumindest zu sein scheint als bisher. Ja. Muss man ja auch sagen, ne, die USA haben ja auch gegen Russland Sanktionen verhängt, wegen dieser Geschichte. Und man fragt sich ja immer, wie kann das sein? Wir haben noch Donald Trump. Ja. Und Donald likes The Donald likes Vladimir. Ja. Und wie kann es sein, dass man wegen sowas, was zu der Zeit ja noch nicht mal bewiesen war und so, es war alles so ein bisschen shady und flaky, und wie kann es sein, dass die Sanktionen fallen? Und jetzt hat Bob Woodward ein Buch veröffentlicht, beziehungsweise ist dabei, das zu veröffentlichen, und es liegt überall links und rechts raus, beziehungsweise wird veröffentlicht, was da so drin steht. Bob Woodward ist also nicht irgendwer. Nee. Also es hat ja eine Menge Bücher über Trump jetzt schon gegeben, ja, von allen möglichen Leuten, Insider hier und da, aber den konnte man natürlich immer, entweder waren es irgendwelche relative No-Names oder es waren irgendwelche Mitarbeiter und so, denen man immer unterstellen konnte, ach, ihr wascht doch nur schmutzige Wäsche, wer seid ihr überhaupt, wir glauben euch nicht. Und jetzt kommt also Bob Woodward um die Ecke. Ja, also hat wahrscheinlich mehrfach Pulitzerpreis gewonnen, also er hat jetzt mit Bernstein zusammen diese Woodstock, genau, er war auch in Woodstock. Mutmaßlich. Wie heißt das? Watergate. Watergate. Watergate aufgedeckt. war auch zu lange in Woodstock.
Er hat Watergate mit aufgedeckt, hat diverse Pulitzerpreise gewonnen, hat Bücher über Bücher über Bücher über Präsidenten über Präsidenten über Präsidenten geschrieben. Ich glaube, über 8 Präsidenten oder so weiter Bücher geschrieben. Also, der ist halt einfach so die Institution des investigativen Journalismus. Ihm wurden Fehler nachgewiesen, aber nicht viele. Ja, und vor allem, also der gilt als unfassbar gut vernetzt, kennt irgendwie jeden und gilt auch als unglaublich präzise. Also natürlich, jeder Journalist macht Fehler oder jede Journalistin vermutlich auch, aber der macht schon jedenfalls, ist das so sein Ruf, ja, ich habe das natürlich jetzt nicht alles im Detail geprüft, ist das schon einer der besten Journalisten, die da so rumrennen. Und eins, was da so ein bisschen rausgefallen ist, das passt irgendwie auch auf diese Novichok-Geschichte, ist, man fragt sich halt, warum passieren dann doch noch so komische Dinge, die nicht mit dem übereinstimmen, was Trump sagt. Ja, und da muss man halt einfach sagen, der Apparat versucht einfach, Donald Trump zu korrigieren, wie jetzt aufgepoppt. Ja, die New York Times hat so ein anonymes Op-Ed, also so ein Meinungsbeitrag veröffentlicht, sehr, sehr unüblich, ich weiß nicht, ob das überhaupt schon mal vorgekommen ist, dass sie das anonym gemacht haben, aber da berichtet wohl ein hochrangiger Beamter aus dem Weißen Haus, so nach dem Motto, wir machen hier unseren Job, aber der besteht im Wesentlichen darin, das Schlimmste zu verhindern. Ja. Und zwar offen sich aufzulehnen gegen Trump. Also so, dass er es nicht merkt, aber schon eben ganz glasklar. Und er berichtet das auch so, als wenn es da quasi Gespräche gibt innerhalb der Administration, dass man sich gleichsam dazu verabredet, dass man so eine Art Wahnsinnsfilter einbaut. Ne? Das heißt, das, was Trump macht, geht dann nochmal so durch so einen Filter und die krassesten Sachen macht man eben einfach nicht und versucht sie nicht umzusetzen. Das fand ich schon eine sehr interessante Beschreibung, habe ich in dieser Schärfe auch noch nie gelesen. Und muss man natürlich sagen, die New York Times zitiert da eben eine anonyme Quelle, aber ich habe das gelesen gestern Abend und ich fand das sehr plausibel, wie das formuliert war. Also das scheint jemand zu sein, der wirklich weiß, was abgeht. Ich kann es nicht einschätzen, aber das klang für mich sehr plausibel. Ich suche gerade nochmal dieses Zitat, finde ich jetzt aber nicht. Das war sowas wie, er regiert sprunghaft, ineffizient, ahnungslos und noch irgendein Attribut hat sie da gefunden. Also da blieb nicht viel Gutes hängen an Trump und es schien halt so, als würden sie nicht gehen wollen, weil sie halt stillen Widerstand leisten wollen, um das Schlimmste zu verhindern. Und in diese Kerbe schlägt eben auch das Buch von Bob Woodward, wo so ein paar Sachen drin geschildert werden, wo einem echt nicht mehr viel einfällt. Also wo dann offensichtlich Minister und Mitarbeiter ihm Vorlagen, Briefe vom Schreibtisch nehmen. Damit er sie nicht unterschreiben kann. Damit er sie nicht unterschreiben kann. Und er merkt es nicht. Das heißt also, Mitarbeiter war A. Nee, da war nichts. Da war nichts. Mitarbeiter A legt irgendwas hin, was Trump vielleicht angefordert hat. Mitarbeiter B sagt, nö, das ist ja irgendwie gefährlich. Und dann auch so Mattis, dieser Verteidigungsminister, der hat National Security Berater. Oder National Security Berater, hat mit Trump telefoniert, nachdem irgendwie was in Syrien wieder passiert war, ich glaube Giftgasangriff. Und Trump so nach dem Motto, ey, wir töten jetzt Assad. Und Mattis legt nur so auf und sagt zu seinen Leuten, Machen wir nicht. Aber ja, okay. Aber du hast noch so ein paar schöne Details. Ja, ich habe so ein paar Zitate. Ne? Also ist doch wunderschön. Der ist so ein paar Zitate, das muss ja schon gehen. Ne? Also eins so Trump, also hat die Washington Post, ne? Also Trump, nachdem er White Supremacists, also so weiße Neonazis, wegen der Gewalt in Charlottesville kritisiert hatte. Also erst hatte er in Charlottesville, da ist halt so ein Neonazi mit dem Auto in eine Demonstration gefahren, da ist ein Mensch ums Leben gekommen und da hatte er erst gesagt, da sind tolle Leute auf beiden Seiten. Ja. Und das hat ihm viel Kritik eingebracht. Die Neonazis sind auch schon irgendwie toll. Die sind auch irgendwie toll. Und dann ist er aber irgendwie gezwungen worden von seinen Beratern hier und da, jetzt musst du dich nochmal äußern. Und dann hat er halt diese White Supremacists kritisiert. Und dann wird er hier zitiert mit dem Zitat, "This was the biggest fucking mistake I've ever made. You never make those corrections." Concessions steht hier. Also ne, Zugeständnisse. "You never apologize." Also du entschuldigst dich niemals. "I didn't do anything wrong in the first place. Why look weak?" Also ich habe nichts falsch gemacht. Warum schwach aussehen? Dann, und das finde ich mit das Schönste, heutiger Chief of Staff, also sozusagen der Chef, der quasi da alles im Weißen Haus reguliert, Mitarbeiter einstellt, ausstellt, alles quasi organisiert, John Kelly, hat einfach so global gesagt über das Arbeiten mit Donald Trump, "He's an idiot. It's pointless to try to convince him of anything. He's gone off the rails. We are in crazy town." Ja, er ist quasi völlig entgleist. Wir sind in einem Irrenhaus, mal frei übersetzt. So, ne? Und die Konsequenz, die eben bestimmte hochrangige Beamte daraus ziehen, ist ganz offensichtlich, dass sie aktiv versuchen, dieses Irrenhaus nicht mitzumachen. Und dazu vielleicht noch ein Zitat aus diesem Op-Ed, das Philipp eben aus dem Kommentar aus dem New York Times. Also du hast mal geguckt. Ne? Genau, ich habe es mal gerade rausgesucht. Da heißt es nämlich so schön,
Das Dilemma, das Trump noch gar nicht ganz begreift, ist, dass viele seiner hochrangigen Beamten aus der eigenen Verwaltung, aus der eigenen Administration sorgfältig daran arbeiten, von innen heraus wesentliche Teile seiner Agenda leerlaufen zu lassen und ebenso seine schlimmsten Neigungen. Ich muss es wissen, ich bin einer von ihnen. Das finde ich schon ziemlich großartig. Ja. So. Ja, aber zugleich ist das eine legitime Strategie, weil viele Demokraten sagen ja immer, Leute, wie könnt ihr für diesen Idioten arbeiten? Wie könnt ihr in diesem Weißen Haus arbeiten? Kündigt euren verdammten Job, sonst tragt ihr die Verantwortung mit für all das, was er macht. Ja. Ist dieser innere Widerstand eine legitime Strategie? Das begründet er quasi in den direkt folgenden Sätzen. Ich lese jetzt mal weiter vor aus diesem Op-Ed hier in meiner freien Übersetzung, um das ganz deutlich zu machen. Unser Widerstand ist nicht der klassische Widerstand der Linken. Wir wollen, dass diese Administration Erfolg hat und wir denken, dass viele ihrer politischen Entscheidungen Amerika bereits sicherer und mehr und wohlhabender gemacht haben. Ne? Also das ist jetzt keiner, der sagt, das ist alles Murks hier. Aber, so geht's weiter, aber wir glauben, dass unsere oberste Pflicht diesem Land gilt und dass der Präsident weiter damit macht, in einer Art und Weise sich zu verhalten, die der Gesundheit unserer Demokratie schadet oder unserer Republik schadet. Und das sind halt sehr deutliche Worte. Ne? Das heißt, das sind jetzt keine Weirdos, die einfach sagen, wir setzen jetzt mal irgendeine andere Agenda um, sondern die sagen halt einfach, es geht hier letztlich um die Gesundheit unserer Republik. Wenn Amerikaner von Republik sprechen, dann meinen sie im Prinzip das, was wir mit Demokratie meinen. Ne? Also es geht hier um die Gesundheit unseres Staatswesens und deswegen schalten sie eben diesen Filter davor. Und er sagt ja auch, wir halten durch, bis das alles mal vorbei ist. Genau. Es geht im Wesentlichen, until it's over. Ja, es geht im Wesentlichen um Überwintern. So viel vielleicht. Genau, vielleicht dazu kommen wir zu einem anderen Autokraten, Herrn Erdogan. Der kriegt Besuch von Heiko Maas, unserem Außenminister. Ich finde ja, Heiko Maas macht einen deutlich besseren Job, seit er nicht mehr für Jura-Themen zuständig ist. Ne? Heiko Maas ist ja Jurist, aber man merkt es halt nicht. Und insofern ist es einfach gut, dass er sich jetzt um Außenpolitik kümmert, denn das scheint er irgendwie zu können. Ja, aber irgendwie... Ich meine, wer außer Guido Westerwelle hat es nicht geschafft, als Außenminister zu glänzen? Ich glaube sogar Guido Westerwelle hat es geschafft, ja. Aber es ist halt relativ geschafft. Weißt du? Und wenn man, ja, egal. Ja, also jedenfalls, diese Türkei-Beziehungen sind ja alle sehr angespannt, wir wissen das und jetzt gibt es halt eine Menge Reiseaktivitäten. Ne? Also Altmaier fährt im Oktober hin als Wirtschaftsminister in die Türkei, Ende September kommt der Erdogan hierher, wird mit allem Pomp empfangen von Merkel, jetzt ist Außenminister Heiko Maas in die Türkei gereist, hat sich auch mit Erdogan getroffen und das liegt einfach daran, dass beide auf ein gutes Verhältnis angewiesen sind. Die Türkei ist in der Krise, Lira ist im freien Fall mehr oder weniger, Produkte werden teurer. Lira ist die Währung dort? Lira ist die Währung, genau, ja. Ich glaube seit Jahresbeginn um 40% entwertet, das heißt, alles wird teurer da. Die Wirtschaft geht in den Bach runter, ja, ein bisschen übertrieben, aber die Wirtschaft hat Probleme, unter anderem, weil eben auch die USA Zölle verhängt haben, weil die Türkei irgendeinen Priester inhaftiert hat. Und außerdem macht sich Merkel auch Sorgen irgendwie um Türkei, um die Türkei, weil sie Angst hat, dass sie zu nah an Russland jetzt sozusagen ranrobbt als NATO-Partner. Und außerdem steht Idlib vor dem Fall. Also das ist so die letzte Rebellenhochburg in Syrien, 30 Kilometer entfernt von der türkischen Grenze. Angeblich sind da so 2 Millionen Menschen, sagen wir mal, hausen dort mehr oder weniger, sind dort eingesperrt. Und wenn jetzt die Russen das Bombardement vorbereiten und die syrische Armee dort einmarschiert, dann fürchten viele eine humanitäre Katastrophe mit vielen, 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 vielen Flüchtlingen, die wahrscheinlich mehr oder weniger alle in der Türkei aufschlagen werden. Und einige werden nach Deutschland weiter wollen. Und die Türkei ist ja ohnehin so ein Flüchtlingspuffer für die deutsche Migrationspolitik. Also da steht eine ganze Menge auf dem Spiel. Außerdem hat die Türkei ja de facto ziemlich lange deutsche Bürger als Geiseln genommen, mehr oder weniger in dieser Politik. Kein schöner Zug. Ne? Deniz Yücel war einer von ihnen. Und momentan sitzen immer noch, das wusste ich gar nicht, immer noch 7 deutsche Staatsbürger in Haft. Immer noch. In keine Journalisten explizit, aber Leute, die sich halt zum Beispiel über Facebook kritisch geäußert haben zur Türkei, die sitzen in Haft. Und wir dachten, ich hatte diese Woche Gelegenheit, mit ein paar Leuten zu reden und fand es so ganz einleuchtend und ein paar ganz interessante Perspektiven, was sie so erzählt haben. Ich dachte, das spielen wir hier mal vor. Und zwar habe ich einmal gesprochen mit Christian Mier, der ist Vorsitzender von Reporter ohne Grenzen, kennst du auch, ne? Ja, kenn ich. So eine, ja. so
eine NGO, die sich halt für Journalisten weltweit einsetzt. Und er sagt zu diesen Besuchsreigen, der ansteht, auch vor dem Hintergrund, dass eben 7 Deutsche da noch im Knast sitzen, keine deutschen Journalisten mehr, aber mindestens 28 türkische Journalisten, sagt Christian Mier. All diese Besuche sind gute Anlässe, um laut und deutlich tatsächlich auch auf einzelne Fälle inhaftierter Journalistinnen und Journalisten hinzuweisen. Ich habe es gesagt, also Journalisten sitzen ja nicht mehr, Deniz Yücel ist frei und jetzt ist auch Mihalle Tolu freigelassen worden und diese Woche wieder nach Deutschland gekommen. Ah, da müssen wir natürlich jetzt erstmal die Frage stellen, wer ist Mihalle Tolu? Ja, ich hatte das auch immer nur so im Vorbeigehen gehört in dieser Deniz Yücel-Diskussion, dass es da ja auch noch Mihalle Tolu gibt und wie gesagt, die ist jetzt in Berlin aufgeschlagen diese Woche, ich habe mich mal mit ihr getroffen und einfach auch mal, um zu erfahren, so aus erster Hand, wie ist denn das da jetzt im Knast zu sitzen, mehr oder weniger unschuldig? Also die ist, glaube ich, 34 Jahre, die ist in Ulm geboren, die hat einen deutschen Pass, keinen türkischen Pass, also ist eine deutsche Staatsbürgerin, die hat als Übersetzerin gearbeitet für eine türkische Nachrichtenagentur für einen türkischen Radiosender. Die war immer, hat in Deutschland gewohnt, ist immer mal wieder in die Türkei gefahren. Aber im Frühjahr 2017 war sie eben mehrere Monate in der Türkei, weil ihr Mann dort verhaftet worden war. Und Ende April 2017 klopft sie ganz früh morgens an ihrer Istanbuler Tür. Sie wohnt da mit ihrem 2-jährigen Sohn. Und dann hämmert das an der Tür und sagt, aufmachen, aufmachen, aufmachen. Und sie sagt, die hätten die Tür fast eingeschlagen. Und dann macht sie also auf und Folgendes passiert. Dann haben sie mich direkt auf den Boden gedrückt und einer hat sich auf mich draufgesetzt mit seinem Knie und haben gefragt, wie heißt du? Und dann habe ich mich vorgestellt und haben gesagt, so, jetzt bist du wegen Terrorpropaganda in Polizeigewahrsam. Und was sie ihr halt gesagt haben, wessen sie beschuldigen, war halt, dass sie für den nächsten Tag, glaube ich, oder für den übernächsten Tag, für den 1. Mai so Krawalle geplant haben soll. Und sagt sie, ist totaler Quatsch, aber naja, sie war jetzt halt in Polizeigewahrsam, ihren 2-jährigen Sohn hat sie bei den Nachbarn abgegeben und dann war sie halt 7 Tage in Polizeigewahrsam und das fand ich ganz interessant, um mal zu erfahren, wie sozusagen dieser Prozess funktioniert. Ja. Ne? Wie geht so ein Land vor, so ein autokratisches Regime, wenn es versucht, Leute zu verhaften, die sich offensichtlich nichts haben zu Schulden kommen lassen? Und ihr erster Vorwurf war, du hast diese Krawalle geplant für den 1. Mai, dann war sie jetzt 7 Tage in Polizeigewahrsam und dort kriegt sie aber ganz andere Gründe präsentiert. Und das ist das Problem der Türkei. Am Anfang wird man mit anderen Vorwürfen festgenommen und während dieser 7 Tage versuchen sie von dir Kooperation zu bekommen, erpressen dich auch ständig. Die sagen halt dann immer, du hast einen Sohn, wenn du mit uns kooperierst, dann lassen wir dich frei. Und wenn du sagst, nein, es gibt nichts zu kooperieren, ich habe nichts verbrochen, dann sagen sie, gut, dann sammeln wir mal, was sie alles hatte bis jetzt. Und dann sind die also losgegangen nach ihren Aussagen, haben mal geguckt, was können wir der ankleben und sind halt fündig geworden, weil sie bei 4 Demonstrationen mitgemacht hat, jedes Jahr eine, über 4 Jahre hinweg. Sie sagt, diese Demonstrationen waren legal, haben sich aber für so linke Projekte engagiert, beziehungsweise hatten so linke Themen und das ist natürlich da immer verdächtig. Sie sagt, der Staatsanwalt hätte überhaupt nicht zugehört, wäre sofort in U-Haft gekommen, Frauengefängnis, 20 Leute in einer Zelle. Die Anwältin hätte sie quasi, ihre Anwältin hätte sie regelmäßig sehen können, also einmal in der Woche von der Anfang an, aber Kontakt zum deutschen Konsulat hat sie erst nach 17 Tagen bekommen. Auswärtige Amt hat sich später auch beschwert, das würde gegen internationale Verträge verstoßen, weil die Türkei eben das Konsulat bei einer deutschen Staatsbürgerin viel, viel eher hätte informieren müssen, ist nicht passiert. Nach 10 Tagen hat sie ihr Kind bekommen, also die nicht bekommen, sondern ihr wurde das sozusagen ins Gefängnis gebracht und das Kind hat dann mit ihr im Gefängnis gelebt, also auf diesem Metallbett geschlafen, 90 Zentimeter breit und war eben mit ihr in einer Zelle. Es war auch einfach psychisch sehr schlimm für ihn, einfach jetzt zu verstehen, warum die Tür abgeschlossen wird, warum er nicht raus kann, wenn er raus will. Und die Tür zum Hof wird ja auch nach einer bestimmten Zeit abgeschlossen. Und dann ist es natürlich eine Verzweiflung zu erzählen, warum man dort ist und warum er nicht sein bisheriges Leben einfach weiterführen kann. Und ich habe sie ja gefragt, wie das denn so ist in einem Knast, in so einem Frauenknast, ne? Also als politische Gefangene. Und sie sagt, als politische Gefangene werden eigentlich recht gut behandelt, weil irgendwie, sagt sie, die Gefängnisleitung weiß, dass politische Gefangene in der Lage sind, sich zu organisieren und wenn sie schlecht behandelt werden, dann machen sie einen Hungerstreik und machen viel Tamtam. Deswegen, sagt sie, wurde sie eigentlich ganz okay behandelt. Auch die Betreuung durch das deutsche Konsulat, sagt sie, war total gut, hat sich super aufgehoben gefühlt und irgendwann Mitte Dezember 2017, also von 3/4 Jahr, hieß es dann, ja, hier Gerichtsverfahren, Gerichtstermin, du bist übrigens frei. So, und dann kam sie raus, durfte aber nicht nach Deutschland, weil es eine Ausreisesperre gab und die wurde jetzt aufgehoben und deswegen ist sie jetzt diese Woche nach Deutschland gekommen und ich habe Christian Mier gefragt, der diesen Fall auch so ein bisschen betreut hat von Reporter ohne Grenzen, wie er sich das denn erklärt, also warum er denkt, dass die nun freigekommen ist und er sagt, das war also Verhaftung, Freilassung, Ausreisesperre, totale Willkür.
Ich denke, es ist eine Mischung aus politischem Druck, den die Bundesregierung auch immer wieder ausgeübt hat. Und die Bundesregierung hat sich tatsächlich für diese deutschen Einzelfälle, die dort in Haft saßen, immer wieder sehr stark eingesetzt. Aber es ist auch ein türkisches Interesse an einer Entspannung der deutsch-türkischen Beziehungen. Und das kam da zusammen. Genau, also er sagt, ich habe es vorhin gesagt, ne, 28 Journalisten mindestens sitzen noch im Knast, türkische, 150 Medien wurden dicht gemacht. Das Verfahren gegen Tulu läuft nicht, das ist nicht eingestellt. Der nächste Termin ist am 16. Oktober, sie will da hinfahren. Mhm. Das finde ich ganz interessant. Mutig. So, um zu zeigen, ich bin nicht abgehauen, ich stelle mich der Sache. Mhm. Und was ich noch ganz interessant fand, Christian Mier von Reporter ohne Grenzen ist oft da gewesen und hat sich diese Prozesse angesehen. Ja. Da habe ich ihn mal gefragt, wie denn diese Prozesse ablaufen? Wie ist denn das, wenn offensichtlich, sagen wir mal nach unseren Maßstäben, unschuldige Journalisten vor Gericht stehen und verurteilt werden? Und da schildert er so. Es ist sehr oft eigentlich ein traurig absurdes Schauspiel. Manche der Menschen kenne ich persönlich, die dort vor Gericht stehen. Man weiß, das sind sozusagen nichts anderes als gute Journalistinnen und Journalisten. Das heißt, die haben ihre Arbeit gemacht und die Vorwürfe wirken sehr oft tatsächlich sowas von Hanebüchen, dass man sich eigentlich die Haare raufen möchte, sehr oft und so konstruiert. Und ich habe zum Teil wirklich Stunden um Stunden in den solchen Gerichtssälen verbracht. Und es erscheint einem eigentlich sehr oft wie ein absurdes Schauspiel. Es hat eigentlich in aller Regel nichts mit einem rechtsstaatlichen Verfahren zu tun. Man bekommt Zeugen präsentiert, die zum Teil auf so durchsichtige Art und Weise offenbar gekauft sind. Und ich bewundere den Mut von vielen Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich diesem aussetzen. Einige dieser sind ja nicht das erste Mal vor Gericht oder sind nicht das erste Mal im Gefängnis, sondern wissen, dass sie mit ihrer journalistischen Arbeit sich dieser Gefahr aussetzen. Ja, und das finde ich, das vielleicht zum Schluss fällt mir noch gerade ein. Also erstmal, ich ziehe auch meinen Hut vor diesen Leuten. Ja. Die mehrmals im Knast sitzen, in diesem Staat leben. Ich habe auch Filme und Aufnahmen gesehen, von wie das aussieht. Das heißt immer, 150 Medienorganisationen wurden dicht gemacht. Da gibt's ein Doku, glaube ich, in der ARD. Was das konkret bedeutet? Hey, dicht die machen. Stürmen da rein, machen alles kaputt. Ja, irgendwie so ein Radiosender haben die da gefilmt. Die stürmen da rein, machen alles kaputt. Das Ding ist eine Trümmerlandschaft. Und das war's mit deiner Medienorganisation. Aus und vorbei, Ende. Und dann kommst du noch in den Knast. Viele von denen kommen wieder raus und arbeiten wieder als Journalisten. Und da muss man sagen, Hut ab. Und dann war noch die Frage, habe ich sie auch gefragt, wie man sie denn so unterstützen kann. Weißt du, also wie wir so reagieren sollen. Und sie sagte, was man nicht unterschätzen darf, ist Unterstützung. Also wenn diese Leute dort irgendwie das Gefühl haben, sagen wir mal, nicht alleine zu sein und gesehen zu werden und wenig das Gefühl zu haben, sie verrotten da irgendwo. Das muss gar nicht monetär sein, die Unterstützung, sondern Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit, Unterstützung. Ich muss immer wieder auch an diesen Vortrag von Monika Lewinsky denken, die quasi diesen Horrortrip mit Clinton hatte. Und die gemobbt wurde über Jahre und dann irgendwie sich verstecken musste und die hat in einem Vortrag gesagt, auch auf die Frage, wie kann man denn solche Opfer von, sagen wir mal, mindestens verbaler Gewalt unterstützen, sagt sie, Support, ein Tweet ist schon viel wert. Wenn du das liest, du bist nicht alleine, du kriegst Unterstützung, da kann man sicherlich mehr machen, aber viele unterschätzen, glaube ich, was so eine Art von Unterstützung bei den Leuten, die da sitzen, ausmacht. So. Ich hätte gerne mit einem lustigeren Thema geendet. Ja, aber trotzdem fanden wir das einfach sehr wichtig, einfach mal so ein bisschen zu beschreiben, was da läuft in der Türkei. Und man kann dem Ganzen ja insofern was Positives abgewinnen, denke ich, als man sieht, wie wertvoll es eigentlich ist, sich für einen Rechtsstaat einzusetzen. Ne? Wie wertvoll es eigentlich ist, darauf zu achten. Ich will das jetzt überhaupt nicht vergleichen. Solche Tendenzen gibt es ja bei uns eben nicht. Aber wir sehen natürlich auch so, jedenfalls in Randbereichen, das haben wir in der Lage ja auch immer wieder besprochen, wie Grundprinzipien des Rechtsstaats doch in Frage gestellt werden. Jedenfalls erstmal verbal. Wie gesagt, noch bröselt es wirklich nicht in dem Maße wie in der Türkei. Aber allererste Warnsignale sehen wir ja auch in der Lage. Insofern muss ich ganz ehrlich sagen, da muss man, glaube ich, wachsam sein. Haben wir denn nicht irgendwie einen netten Ausklang? Doch, haben wir in der Tat. Der nette Ausklang, denke ich, ist, dass die Lage abschließend erörtert ist, oder Philipp? Ist das eine gute Nachricht? Das ist doch eine sehr gute Nachricht. Wir haben nämlich auch schon eine richtig lange Lage aufgenommen. Okay. Und wir haben ja gleich noch die Fragen aus dem Publikum. Genau. Die machen wir aber quasi in der Postshow. In der Postshow. Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, die Lage ist ausführlich und abschließend erörtert. Wir danken fürs Zuhören. Wir danken, dass ihr dabei wart. Ganz herzlichen Dank an den Saal hier in Berlin-Neukölln. Genau. Und bleibt uns gewogen. Wir bleiben noch hier, trinken alle ein Bierchen und beantworten gleich noch eure Fragen, wenn ihr welche habt. Sind machen wir das? Kommen, habe ich noch gar nicht gesehen. Aber erstmal würde ich sagen, machen wir Winke-Winke. Machen wir Winke-Winke und wünschen euch ein schönes Wochenende. Alles Gute, bis demnächst. Ciao.